gelesen, ihr würdet so vinifizieren, wie man es im 19. Jahrhundert gemacht hat. Stimmt? Nee. Gab's da schon richtig Schwefel? Nur Frauen an der Arbeit. So. Und die Frauen nur die Kinder gekriegt. Die Frauen die Kinder gekriegt. Ja. Und waren im Wingert. Ja. Also bei uns waren sie immer mit dem Wingert. Gürten. Ja. Ja. Schaffe, schaffe und dann noch kochen. Und noch die Kinder. Und die Kinder, ja. Die Kinder waren auch mit dem Wingert. Genau, stimmt. Die Kinder waren auch mit dem Wingert. Nee, ist das so? Oder warum kommt man darauf, das zu sagen? Oder die Presse? Nee. Okay. Ach, also nee. Also ihr wollt da nichts zu sagen. Ach, ich sag was dazu. Hi und hallo bei Born to be Wine. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, diesmal ist das Weingut Heimann Löwenstein zu Gast. Sarah Löwenstein hat ihre Kellermeisterin, die Katrin Höhler, dabei. Und die beiden Damen, die heizen im Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus Rheinhessen ordentlich ein. Man merkt einfach, die drei, die kennen sich schon lange. Da gibt es viele, viele spannende Geschichten. Und natürlich erfahrt ihr auch einiges über den Weinanbau an der Mosel und ganz explizit über das Weingut Heimann Löwenstein, die Vorreiter des trockenen Rieslings von der Mosel. Also, gießt euch ein schönes Glas Wein ein und genießt die Show. Also gut, fangen wir an. Gut. Ja? Sehr schön. Raschel, raschel, das macht er doch absichtlich. Ja, das macht er absichtlich. Damit alle, die uns zuhören, jetzt denken, oh, das klingt schon so, das klingt ja, so. Das Eis klingelt. Ah, und da kommt was Gutes raus. Ihr macht alles mit Schraubverschluss. Deshalb sollte man eigentlich einen Wein von euch normalerweise dekantieren, oder wie ist das? Eigentlich anders. Also. Ah, okay. Das fängt gut an. Das fängt super an. Nee, also ist es so, wir haben jetzt seit 10 Jahren unsere Weine unter Schrauber und unter Kork. Das heißt, aha, wir füllen die meisten Partien. Gibt es noch Korker, echt? Mhm. Ja, haben wenig. Wir immer noch. Das ist wenig, wir sind mittlerweile so bei, genau, dass du das auch nicht wusstest. Ne, mittlerweile sind wir bei 80% Schrauber, 20% Kork. Das heißt, das Verhältnis hat sich schon ganz klar Richtung Schrauber verlagert. Das heißt, es gibt ein paar Märkte, wo es heißt, bitteschön, den Naturkork. Die haben es noch nicht gelernt. Genau. Aber wir haben uns bewusst auch so eine lange Übergangszeit gegeben, auch um zu sehen, wie sich die Weine entwickeln. Ne? Mhm. Weil für mich sind die Weine nicht dafür gemacht, dass die jetzt innerhalb von dem ersten Jahr getrunken werden müssen, sondern es sind Weine mit Lagerpotenzial. Ja, genau. Cheers. Cheers. Bevor wir hier genau auf dem Trockenen sitzen. Also, blutjunger Wein, ne? Mhm. 2020er Ernte, Schieferterrassen. Ja, da ist schon was drin. Aber nur, weil das ein Schrauber ist, bedeutet das für mich nicht zwangsläufig, dass es dekantiert werden muss. Okay. Aber unserem Wein tut es grundsätzlich gut, die zu dekantieren. Mhm. Auch Weine, die mit dem Korkverschluss von uns sind. Es gibt einfach dem Wein nochmal eine Möglichkeit, sich ein bisschen zu entfalten. Manchmal muss es dann einfach schnell gehen, dann holt man die Flasche halt raus und macht sie auf. Ne? Und das kann man auch machen. Aber wenn ich halt weiß, irgendwer kommt vorbei oder man kann sich so ein bisschen vorbereiten und man holt nicht nur gerade spontan die Flasche raus, finde ich es eigentlich super schön, dem Wein eben ein bisschen Luft zu geben. Und deshalb, für mich hat es gar nicht so was mit dem Verschluss zu tun, sondern eigentlich eher mit dem Wein an sich. Ne? Also mit beiden Verschlüssen lohnt sich eigentlich das Dekantieren immer. Kann man selbst bei der Schieferterrasse beziehst du. Kann man sagen, ihr seid der Vorreiter an der Mosel für trockenen Riesling? Kann man das so? Würdest du das so? Ich glaube, das kann man sagen. Das ist, ja, Zeitgeist ist da sehr viel mit drin verpackt. Mhm. In den 80er Jahren war das noch relativ knackig in der Säure und trocken. Sehr. Dann wurden die Weine deutlich dichter, intensiver, mit einer sehr eigenen Traubenwürzigkeit durch Maisstandzeiten und so weiter. Ich habe dann irgendwann auch den Reinhard kontaktiert und gesagt, ich will das gern verstehen, wie diese Weine entstehen, weil die Weine mich anmachen und mir Spaß machen. Und das ist sehr eigenständig und das gab es sonst eigentlich nirgends. Das hat mich total inspiriert und insofern mit Sicherheit Vorreiter für trockenen Riesling an der Mosel, mit Sicherheit. Was schmecken wir denn jetzt hier, wenn wir in den Wein reinschmecken? Ja, Weinbeschreibungen im Podcast. Ja. Ne? Ist halt ungefähr so, wie als würdest du. Ich würde ihn als süffig bezeichnen. Genau. Wie als würdest du sozusagen jemanden, der einen Film nicht sieht, einen Film beschreiben oder der ein Bild nicht sieht, ein Bild beschreiben. Ja, aber wir haben dann wir machen ja Lust. Genau, okay. Wir machen Lust. Und was so für mich bei der Schieferterrasse immer total typisch ist, ist so dieses Spannungsfeld zwischen Frucht und Mineralik. Also Mineralik, das, was man so als Salzigkeit vielleicht beschreiben könnte. Bei der Schieferterrasse ist mir wichtig, dass man sozusagen merkt, wo sie herkommen. Ne? Das ist ja sozusagen unser Einstieg in unsere Kollektion, die Eingangstüre in unsere Welt. Ist also ein Gutswein dann, wenn du sagst, dass der... Es ist eigentlich ein Cuvée aus ersten Lagen. Mhm, okay. Ja, also jetzt, was jetzt die Güte der Weinberge angeht. Heute wird es kompliziert. Oh, ich bin schon raus, aber... Nee, also es ist sozusagen von der Güte der Lagen, sind alles, alles terrassierte Lagen, alles mit dem Schiefer im Boden, deshalb auch der Name Schieferterrassen, ja, um das so zu symbolisieren. Es ist ein hochwertiges
sagen wir mal, Ausgangsmaterial, aber es sind keine Lagen, die wir einzeln ausbauen. Ja. Und mit der Schieferterrassen ist mir total wichtig, dass man sozusagen Identität spürt. Also es ist jetzt einfach kein Basic-Wein, der auch hätte woanders herkommen können. Und für mich ist diese Identität schon zwischen diesen zwei Polen Frucht und Mineralität. Ne? Mhm. Das kann dann je nach Jahrgang, ne? 20 ist halt schon relativ offen, ich finde so. Ne? Wunderschön. Macht irgendwie auf und sagt, ja, trink mich. Irgendwie. Und in einem anderen Jahr wie 19 kann das auch mal ein bisschen edgy sein. Also die Jahrgangsstilistik soll auch bei der Schieferterrasse rauskommen. Ja, aber soll halt schon noch zeigen, wo er herkommt. Ja. Ne? Und ist eigentlich so dann auch nochmal im Weingut eine Marke für sich, ne? Ja, weil der absolut. Wein ja auch wirklich nicht nur aus drei Flaschen in der Cuvée besteht, sondern da stehen ja auch ein paar Flaschen dahinter, die letztendlich dann auch in die Welt gehen und damit letztendlich auch die Story. Der Einstiegswein. Ja, aber das ist der Löwenstein. Ja, für also Löwenstein. Ja, aber natürlich steigt man da relativ hoch ein. Das ist ja schon richtig. Also hier kommt man knallhart zu Heimann Löwenstein auf die Wahrheit der Herkunft und ist halt wirklich direkt in den Terrassen drin, hat unheimliche Griff am Gaumen und ich finde es auch schön zu sehen, also auch jetzt so im Wandel der Zeit dieser Weine, wie er sich verändert hat. Mir gefällt der 20er total gut. Ich finde es schön, dass er so eine kleine, zart-bittere Aromatik vorne hat, das so auch mit Frucht dann schon noch spielt. Und dann kommt am Gaumen kommt halt wirklich Salz, Mineralik, eine Festigkeit. Und das ist schon schön. Also es ist natürlich absolut so, dass das eigentlich hingelegt gehört und erst in 2-3 Jahren bespielt werden sollte. Aber eigentlich ist es so lecker. Also, du bist ja immer fürs Trinken. Ja, das ist aber genau die Idee. Seitdem ich jetzt hier mit dir sitze, ne, ist ja alles so, dass ich es eigentlich hinlegen soll. Ja, ist doch und doof, ich habe jetzt den ganzen Keller voll mit Weinen, wo ich denke, nee, die sollen ja noch liegen. Und irgendwas muss weißt, man ja auch trinken. Weißt du, wie mir es jetzt ging? Ich habe festgestellt, dass die Regale, in denen die gereiften Jahrgänge liegen, immer leerer werden. Ah. Und habe so in den letzten 2 Monaten mich bemüht, nachzukaufen, nach einigen schwer. Jahren. Schwierige Aufgabe, teuer. Ja. Wenn man erfolgreich ist, teuer. Aber bei manchen Sachen lohnt es sich einfach. Natürlich brauchen wir aber natürlich dann, die Weine müssen in guten Kellern gelagert sein. Das ist natürlich wichtig. Ich merke das schon, es geht schon wieder in die Tendenz, direkt viel kaufen. Ich habe jetzt auch nie, was passiert. Ich habe tatsächlich zu Hause vor kurzem gesagt, ich muss mein Einkaufsverhalten ändern. Ich muss mehr Flaschen pro Wein, den ich wirklich mag, kaufen. Das macht alles keinen Sinn. Ja, du hast ja auch Lagerkapazität. Da ich ja ein brutal sparsamer Mensch bin, neige ich ja dazu, immer nur dann 3 Flaschen von dem und 3 von dem. Es ist völliger Blödsinn. Du musst also von den Sachen, die du magst, die du begleiten möchtest über eine Zeit, die müssen gleich mit ordentlichen Mengen in den Keller. Alles andere hilft. Der ja, aber ich weiß nicht. Württembergische Wurzeln, habt ihr das gewusst? Nee. Was hier schon alles Ich es jetzt mal positiv aus. Jetzt nicht die Schmutzige heute. Aber ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Mein Eindruck ist, dass zumindest das Angebot an gereiften Jahrgängen, wenn du jetzt was dir schon hinlegen willst, es ist ja auch schön, wenn du vielleicht schon ein bisschen Flaschenreife dazu bekommst, das wird besser. Und das ist eigentlich ganz schön, dass man schon den ein oder anderen Betrieb in Deutschland, ich rede jetzt bewusst nur über Deutschland, auch findet, wo auch ein bisschen was Gereifteres überhaupt bekommen ist. Insgesamt wird das besser, das stimmt. Ja. Das stimmt, wobei jetzt so aus der Weingutstrategie habe ich die steile These, dass es nicht unbedingt die Aufgabe von uns ist, diesen Part zu übernehmen. Nee, ich spreche auch von den Händlern. Also ich habe eher das Gefühl, dass die Händler jetzt das leisten können. Und das freut mich dann, wenn ein Weinhändler sagt, komm, es gibt eben die Möglichkeit, hier auch gereift zu kaufen. Mhm. Das ist versprochen gut gelagert und kommt dann quasi aus erster Hand mehr oder minder zu haben. Und das ist auf jeden Fall dann klar. Also seh ich auch so. Ich habe mir jetzt gerade noch mal eine eingefallen, wo ich mal gucken muss, was es da momentan gibt. Ja. Also, ich hatte auch jetzt über Weihnachten haben wir auch noch mal ein bisschen eine Liste geschrieben, was denn so auf dem Wunschzettel also ist und was zur Realisierung kommt. Ich hab bei 4 Fachhändlern jetzt diese Woche bestellt. Das meiste ist auch schon geliefert und ich habe es mit Freude eingeräumt. Also die Regale kriegen wieder so ein bisschen mehr Gewicht. Also auch die Flaschen, wenn sie da liegen, mit ihrem Etikett und du weißt, was da drin ist, du weißt, wie es schmeckt, du hast es im Kopf. Das ist schon cool. Es braucht auch wirklich lang, wenn ich in meinen Keller gehe und mir eine Flasche aussuche, die ich jetzt trinken möchte, dann komme ich manchmal eine halbe Stunde nicht mehr zurück, weil ich einfach Spaß daran habe, mir das auch anzugucken und mir mal Gedanken zu machen. Und nur ich bin da deshalb schlecht drin, weil ich
dann doch immer wieder kurzfristig was anderes aufmache. Mhm. Dann bereite ich mich vor auf den Abend, es kommen Freunde und man sitzt zu viert da und dann hat man, was weiß ich, seine 3 Flaschen oder so, die man, oder 4 Flaschen, die man an dem Abend öffnen möchte. Und dann passiert es mir verdammt nochmal eigentlich fast immer, dass ich spätestens beim 3. Mal anfange, dann doch nochmal einen anderen zu holen. Mhm. Es geht ja dann halt auch oft tatsächlich um Wein in den Gesprächen. Mhm. Und dann kommt halt irgendwie, kommt man auf was. Und dann hat man doch wieder so eine Flasche, die eigentlich auch es verdient gehabt hätte, ein bisschen belüftet zu werden. Die wird zack und probiert und dann sind wir wieder mitten im Spiel. Ne? Und, im Notfall, ja, aber du siehst ja auch oft, wie sehr sich der Wein im Glas verändert. Und dann ärgere ich mich schon ein bisschen, warum habe ich den jetzt nicht vielleicht einfach nur, und wenn es nur eine Viertelstunde ist. Ne? Ja, das stimmt schon. Das kann man auch, das ja auch manchmal machen. Ne? Ja. Dann erstmal aufroppen und alle mal ein Glas einschenken, um so diese Neugierde zu finden. Und dann merkst du, was da kommt. Ja, genau, das finde find ich auch gut. Das finde ich auch gut. In der Zwischenzeit kann man ja dann wieder was anderes. Das finde ich auch gut. Und was ich auf jeden Fall so unter der Woche oder auch Richtung Wochenende hin zu Hause privat mache, ich habe immer mehrere Weine offen. Mhm. Das ist also, damit du einfach über Tage so ein bisschen, dann. Ja, und dann erstens mal verändern sie sich und es ist manchmal auch richtig schön zu sehen, dass dann, wenn man nicht mehr mit was rechnet, noch mal was passiert. Mhm. Ich hatte gerade diese Woche einen 16er Nonnenberg von Breuer und da war nur noch so Mini-Ding, so 0,1, 0,02 maximal in der Flasche. Die hat schon ein paar Tage gestanden. Ich habe gestern Abend gesagt, oh, komm, probier schon nochmal. War geil. Also es war noch mal, hat sich nochmal verändert. Und das macht halt auch diese Weine aus, dass sie ihren Lebenszyklus haben und dass du halt einfach auch damit auch spielen kannst. Und insofern wird es dann halt auch nicht langweilig. Ne? Mhm. Nee, also ich merke schon auch, was ihr so an Weihnachten macht. Bisschen schreiben für neuen Wein und so, Kellerbegehung, Privatkellerbegehung. Aber das nur mit Fremdwein, das ist die goldene Regel. Ja, nicht mit den eigenen, nur mit Fremdwein. Der eigene ist ja auch ausverkauft im Zweifel, aber gut. So, jetzt mal Heimann Löwenstein, das Etikett und vor allem eure Werbung, auch die Website und so, das sieht ja wirklich so aus, als gibt es das Weingut schon Jahrhunderte. Mhm. Ganz so ist das nicht. Ne? Das sind knapp 40 Jahre jetzt. Mhm. Und vor allem dein Vater, der Philipp hat ja schon so ein bisschen erzählt, hat ja eigentlich die Weinwelt damals revolutioniert, sag ich mal so ein bisschen. Zumindest für großes Aufsehen gesorgt. Erzähl doch mal so ein bisschen. Der Betrieb wurde 1980 gegründet von meinen Eltern. Meine Mutter ist der Heimann-Part. Ja. Mein Vater will die Heimann-Part. Okay. Daher eigentlich relativ kurzfristig sozusagen. Für Moselverhältnisse. Genau, für Moselverhältnisse nicht so lange Zeit. Aber man muss dazu sagen, dass mein Vater selber ja auch aus einem Weingut kommt. Mhm. Und ich bin jetzt eigentlich sozusagen mich mit eingenommen, die 13. Generation Weinbau unter dem Namen Löwenstein. Das heißt, der Familienstammbaum geht zurück bis 1540. Also uralt. Uralt. So. Auf der anderen Hier wird Tradition groß geschrieben. Aber auf Mach mal ja klar. Wir haben heute einen Slogan nach dem anderen hier. Wir wollten auch ein Phrasenschwein aufstellen. Das wäre interessante neue Neuerung hier. Das hat mir gefallen. Aber auf der anderen Seite eben hat mein Vater nicht den Betrieb seines Vaters übernommen. Mhm. Wollte eigentlich ja auch nicht Winzer werden. Ne? Ist dann auch über Umwege sozusagen wieder dazu gekommen. Meine Mutter, die nicht mit dem Weinbau verknüpft war, familiär und haben dann den Betrieb gegründet. Eigentlich erstmal aus der Not heraus. Ne? Also erstmal war die Idee des landwirtschaftlichen Betriebes. Ja, dann machen wir Wein. Genau, dann machen wir Wein. Naja, 1980 war dann das erste Jahr. Die wollten die Trauben verkaufen, wollte keiner kaufen. War so ein scheiß Jahr. Ja. Gut, dann machen wir halt Wein draus. Ne? Klingt halt ziemlich unspektakulär für das, was das dann danach entstanden ist. Ja, mag ich schon. Ich glaube, dass die zwei waren schon auch, als sie jung waren, Freaks, ne? Eben. Und Wein war für die... Nur als sie jung waren. In dem Moment auch die richtige Plattform, um ihr Freak-Dasein, ne, und sozusagen ihre Persönlichkeit auszudrücken. Okay. Ne? Und das finde ich ist ja so dieses Tolle am Wein. Ja. Es ist ja nicht nur irgendein Produkt, sondern du kannst ja einfach alles oder vieles, was dir wichtig ist, einfach auch da reinlegen, ne, und damit umsetzen. Und das haben meine Eltern gemacht und haben so, finde ich, innerhalb ja von einer wirklich kurzen Zeit es geschafft, auch eine Marke und ein Gefühl und ein Branding zu etablieren, was sozusagen ist, voll ist auch mit Ideen und mit Konzepten und mit Ansätzen und ja, also es ist schon beeindruckend. Finde ich auch. Ne? Und so Branding wirkt ja fast jetzt wie eine Marketingkampagne, das war es aber eben gerade eigentlich nicht. Nee, und ich meine, bis heute ist ja auch alles hausgemacht. Ne? Ja. Die Homepage ist selbst gemacht, das Etikett ist selbst designt. Das ist mir auch wichtig und das
macht auch, finde ich, den Reiz aus, dann ist halt nicht alles perfekt. Ja. Ja, dann hast du halt mal einen Link auf der Homepage, der halt nicht klappt. Aber muss man ein paar Mal klicken. Ja. Ja, aber auf der anderen Seite, also das ist ja auch das Schöne auch am Wein, ne, dass man halt auch einfach so viel eben auch selber machen kann. Ja. Noch, ne, und, ja. Und darf. Ne, und nicht nur sozusagen das eine. Naja, macht. Um halt auch vor allem authentisch zu bleiben. Ich finde, das ist was, was in der Weinwelt manchmal zu kurz kommt, aber extrem wichtig ist. Dein Vater hat sich ja sehr eingesetzt für das Terroir und für handwerklich gemachten Wein. Das war ja damals jetzt noch nicht so en vogue, kann man sagen. Ne? War ja eigentlich so ein richtiger Botschafter, sag ich mal, Kämpfer vielleicht sogar dafür. Ja, absolut. Oder, kann man sagen? Oder wie hast du ihn denn dann wahrgenommen, so als Kind und Jugendliche? Na, für mich war das ja immer ganz normal. Ja, okay. Ne? Also ja. So, ich dachte halt auch immer, der Weinberg ist am Berg. Ja. Ne? Und war dann völlig entsetzt, als ich mal irgendwo anders war und gesehen habe. Es geht vielen nur auf den anderen Seite. Wo ist denn hier der Berg? Ja, ne? Also für mich war das ja alles völlig normal. Ja, ich bin ja damit aufgewachsen. Ich glaube, so ein gewisses Anecken habe ich natürlich auch mitbekommen und hat mich dann auch eher so ein bisschen irritiert vielleicht, wie das so ist dann als Kind. Ne? Wenn dann halt die Eltern nicht im Musikverein und im Karnevalsverein und im Turnverein und sowas tätig sind, sondern halt eher ne, als die Rebellen betitelt werden. Da denkt man sich als Kind dann schon manchmal, ach, muss das jetzt wirklich sein? Ja. Könnt ihr nicht vielleicht auch ein bisschen mehr ne, normaler sein? Aber dann natürlich, je älter ich wurde, war das für mich natürlich auch einfach ein wahnsinniges Zeichen. Und ich habe auf jeden Fall vorgelebt bekommen, dass man oder dass sie sich selbst ausdrücken in dem, was sie machen und etwas mit viel Leidenschaft machen, was viel bedarf. Ne? Es ist einfach viel, viel Arbeit und viel Engagement, aber unglaublich viel Herzblut. Und das war eigentlich für mich als Kind hoch. Ich stelle mir das jetzt so vor, du hast ja auch erstmal so 2-3 Umwege genommen, sage ich mal, bis du dann dich entschlossen hast, jetzt wirklich ins Weingut zu gehen. Mhm. Wenn jetzt bei Heimann Löwenstein gemeinsam in der Familie eine Entscheidung getroffen wird, diskutiert man das dann ganz friedlich und ruhig bei einem Glas Wein oder fliegen da auch mal die Fetzen dann? Also kommt auf die Entscheidung an. Das wird dann auch immer in dem Kontext spannend, wie das bei denen zwei ist. Wenn ja, da kommt man dann noch dazu. Total so viele Fetzen. Siehst du? Ach ja, also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Ich muss sagen, du hast recht, ne? Ich habe erstmal einen Umweg genommen. Ich wollte erstmal absolut keine Winzerin werden und auf jeden Fall nicht den Betrieb übernehmen. Das war sozusagen eigentlich das Einzige, was für mich klar war, ist, dass ich das nicht möchte. Dann ist mir irgendwann klar geworden, dass mich dieses... By the way, das war bei ihrem Vater genauso. Ja, ich will das eigentlich nicht. Dann ist mir aber klar geworden, ich komme nicht davon los. Irgendwie zieht es mich und es fasziniert mich und ich... Ich habe versucht, mich davon zu lösen, es ging nicht. Also bin ich wieder zurück. Ja. Und da war ich dann aber schon 26. Ich bin dann zurückgekommen mit meinem Magisterabschluss in der Tasche. Für mich war das jetzt nicht die einzige Möglichkeit in meinem Leben. Ich bin zurückgekommen und war jetzt nicht so dieses typische 18-jährige Mädchen, was dann zurückkommt und dann gegen die Eltern rebelliert, sondern die haben mich da schon sehr dann auch auf Augenhöhe angenommen und wahrgenommen. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass die meisten Diskussionen eher friedlich und sozusagen... Sehr unspektakulär. Ja, aber wir sind, es geht da wirklich einfach auch immer um die Sache. Ne? Ja. Also das ist mir halt wichtig. Ja. Und meine Eltern haben einfach ihre 40 Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Ich wäre bescheuert, die nicht zu nutzen. Ja. Trotzdem kann ich natürlich anderer Meinung sein, aber man muss halt dann vielleicht einfach mal ein bisschen länger diskutieren und dann am Ende kommt man an einen Punkt, wo alle d'accord sind und sagen, ja, das ist die richtige Entscheidung, das machen wir. Müssen halt mal ein paar Flaschen Wein aufgehen dann dabei. Eben. Apropos. Man halt ein bisschen, was denn trinken? Wir bleiben im Weingut Heimann Löwenstein und haben ein großes Gewächs oder eine große Lage, den Röttgen, als großes Gewächs. Es ist großes Gewächs, genau. Ja, aber es steht große Lage drauf, aber es ist großes Gewächs. Ja, ja, okay. Der hat schon schön Zug, ne? Ich habe nur sicherheitshalber nachgeschaut, weil es hätte theoretisch ja sein können, wenn die Restzuckergrenze gerissen wäre, dann nehmt ihr euch das ja auch mal raus, dass das GG nicht draufsteht, ne? Exakt, exakt. Ach, ich weiß gar nicht, ob wir dieses Riesenfass auch machen sollen mit großen Lage. Wir brauchen über diese VDP-Debatte brauchen wir nicht, wir reden über die Wahl. Genau. Und da kommt man dann trotzdem an den Punkt, dass natürlich die Balance, wann zeigt sich das Terroir im Ideal und wie funktioniert es dann im Keller, das ist spannend, für mich insofern auch spannend, deshalb werde ich die zwei damit auch heute ein bisschen nerven, weil ich natürlich die Weine auch schon lange kenne. Und natürlich ist es so, dass die beiden heute den Stil ein Stück weit auch neu definiert haben. Die Weine sind trockener geworden und sie sind...
auch ja zärter geworden, würde ich sagen. Ja, also das ist, also ich finde, das ist für einen Röttgen, der auch, den ich so in Erinnerung habe als so eine Maschine, ist das schon fast schon eine Ballerina für einen Röttgen. Ne? Also das hat ja, natürlich immer immer noch diese feste Struktur. Und also ich finde, Röttgen kommt halt sehr früh am Gaumen schon. Das ist kein Wein, wo du lange warten musst, was passiert, sondern das ist so ein Kinnhaken. Ja? Da ist er so, zack. Und ja, und wir sind jetzt bei 2017. Mhm. Das heißt, ja, sagen wir mal so, erstes Trinkfenster als sehr jungen Wein. Mhm. Das habe ich übrigens interessanterweise festgestellt, gerade so in den letzten paar Wochen. Die 17er an der Mosel, die finde ich momentan sehr schön. Die kommen, ja. Ich finde die 17er vom Rhein im Moment schwierig. Die sind in einer anderen Situation, die sind so zwittrig in der Aromatik, weil erste Reifenoten drin sind und das ist nicht so toll. Aber die Moselaner, die sind eigentlich jetzt so erstes Trinkfenster in der Jugend. Und also das bis ist 16 vom Rhein und dann ab 17 von der Mosel? Ja, es ist ja tatsächlich so, dass das ja immer so Zyklen sind und gerade diese zwittrige Phase, wenn dann so beides da ist, junge Frucht und erste Reifenote und das zusammen in einem Glas, das verhaut sich so ein bisschen. Das ist halt wichtig, dass du probierst, dass du das immer wieder auch mitnimmst, weil sonst verpasst du manchmal auch was. Und ich finde jetzt dieses Thema junge Frucht und trotzdem in einer seriösen Entwicklung, finde ich, ist so ein erstes Trinkfenster, was ich total mag, wo ich das auch gerne mit großen Schlucken trinke. Und da ist der momentan wunderbar drin. Also 20er Schieberterrassen wäre jetzt für mich sowas. Probieren. Kann man machen. Glas, wie auch immer. Aber der Röttgen, der wäre bei mir die Flasche relativ schnell leer. Ja. Das ist lecker im Moment. Als du zu Heimann Löwenstein kamst, ne? Du bist ja Kellermeisterin dort. Mhm. Also kamst du aus Geisenheim quasi. Und da hast du mir erzählt, da musstest du erstmal alles über Bord werfen, was du so gelernt hast. Nicht über Bord werfen, aber vielleicht nicht unbedingt als für bare Münze nehmen. Okay. Also viele Wege führen nach Rom. Ja. Jeder Betrieb funktioniert anders. Und wer wäre ich, dass ich da auftauche und meine, ich wüsste, wie es läuft. Ne? Deswegen erstmal beobachten und lernen und dann versuchen zu verstehen. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren dort und habe immer noch das Gefühl, ich weiß nichts. Es wird eigentlich immer stärker, das Gefühl. Das fehlt mich auch ein bisschen, aber das ist ja irgendwie auch das Spannende. Aber das liegt auch an den Lagen und so, die man dann erst langsam verstehen lernen muss, oder? Woran, ja, an den Lagen, an den unterschiedlichen Jahrgängen an sich. Ja. Wir verändern einfach auch viel, ja. Ne? Also weil wir Fragen stellen. Also es gibt nicht das Ziel, der Weg ist das Ziel. Also das sagt man immer so plakativ, aber ich merke es halt irgendwie jetzt. Ja, Phrasenschwein auf jeden Fall, aber es ist halt, also ich habe auch das Gefühl, je älter ich werde, umso mehr diese Phrasenschweine, ich verstehe sie jetzt, weil anders kann ich es nicht beschreiben. Ja. Ne? Als die Sarah dann in den Betrieb eingestiegen ist, was hat sich verändert? Weil du warst ja schon vorher da, ne? Ich war schon vorher da. Natürlich eine ganz andere Dynamik. Sarah ist ein unglaublicher Teamplayer. Das ist auch nochmal vielleicht was Neueres gewesen, dass wir mehr Leute sind jetzt auch im Team mit mehr Expertise, die genutzt werden kann. Wir verstehen, dass wir diese Expertise zu unserem Vorteil nutzen können und uns nicht irgendwie im Weg stehen oder sowas. Das macht Spaß. Mhm. Also es ist einfach. Wie viel Fläche bearbeitet ihr denn momentan? 13,5 Hektar. Variiert immer so ein bisschen, aber ja, 13,5 Steilstlage. Ne? Sportlich. Ja. Ja, genau. Also wir haben eben nochmal über Thema Arbeitsstunden und so weiter und so fort gesprochen. Also letztes Jahr, ich habe jetzt nochmal sozusagen frisch mir die Zahlen angeschaut mit dem Jahresabschluss. Also wir hatten 2021. Ja, 2400 Arbeitsstunden pro Hektar. Wow. Ja, wir haben letztes Jahr 14 Festangestellte das ganze Jahr über und dann in der Spitze mit Saisonalen waren wir 30 Mann. In der Lese. Also das sind auf jeden Fall schon viele Leute und ich finde das total schön, weil ich hätte überhaupt keinen Bock, alleine mit meinem Traktor über irgendein Feld zu gucken. Ne? Ich das ist ja auch nicht schön. Zu schaffen bei den Arbeitsstunden, nee, jetzt, wenn ich das so überlege, alleine. Nur den Wingert und da brauchen wir Manpower, Womanpower und ich finde das total bereichernd, mit so vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Das es macht auf jeden Fall das ganze Ding anders. Also das ist perfekt, wenn man es schafft, dass man auch diesen Team-Spirit dann auch wirklich hat, dass jeder auch ein Stück weit dafür brennt und nicht nur seine Arbeit macht. Und das ist so schwierig, aber auch hinzukriegen, ne? Das ist so. Weil
der Job einfach ein schöner ist und weil da immer wieder Phasen kommen, wo du einfach, wenn du so ein bisschen ernst nimmst, auch begeistert sein musst, weil es einfach die Natur einfach so viel macht und tut und man einfach dann immer wieder auch so den Moment hat, wo man staunend davor steht. Also das geht einem ja selbst so, wenn man es schon lang macht. Wie schaffst du es, die Spannung so ein ganzes Jahr über zu halten und auch langfristig? Und am Ende ist es natürlich so, je länger du Mitarbeiter hast, je mehr du wirklich auch als Team zusammenarbeitest über einen längeren Zeitraum, umso einfacher, umso schöner wird es dann halt auch. Ja? Okay. Und du hast natürlich immer einen gewissen Wechsel, ist auch normal. Ich meine, das fängt an mit den Azubis, was ja sehr üblich ist, dass sie sozusagen oft sogar jährlich wechseln. Das hat aber auch was Gutes, weil du immer wieder auch was Neues rein, ne? Was Neues reinkriegst. Deshalb sind auch zum Beispiel die Studenten und die Praktikanten super gut für die Betriebe. Extrem wichtig. Weil einfach dadurch immer auch mal eine Debatte, mal ein Hinterfragen. Ständig. Du wirst was gefragt, während indem du es erklärst, denkst du darüber nach, warum könnte man vielleicht ja auch und wie auch immer. Ne? Also das ist dieses permanent immer wieder alles neu denken. Deshalb brauchst du beides. Du brauchst diese Kontinuität in der Mannschaft. Du brauchst die enge Struktur, die Jahr für Jahr alles dafür gibt, dass das gut wird. Und du brauchst auch so ein bisschen immer wieder diesen frischen Wind. Und so neue Geist kriegen. Ne? Mir macht es vor allem Spaß, wenn es dann auch international wird, weil auch dort an den Schulen so viel anderes auch gelehrt wird. Ne? Es ist halt, jede Schule hat so seinen Schwerpunkt. Ich habe immer wieder gemerkt, jetzt so das Praktische hat mir eigentlich schon am meisten gebracht. Und das war das Reisen, in andere Betriebe reinschauen, gucken, wie die es machen und dann zu Hause vielleicht dieselben Fragen nochmal zu stellen. Als ich bei euch war, hattet ihr einen Praktikanten, Siddhartha, richtig? Hieß er Siddhartha? Azubi. Jetzt ist er Azubi. Ja, okay. Ja, und der kam total verrückt. Der kam aus Nepal. Ja. Und zwar während Pandemie hat er das geschafft, von Nepal an die Mosel zu kommen. Das ist ja schon also super. Toller Typ. Ja. Wahnsinnstyp. Auf jeden Fall mit 19 Jahren. Das erste Mal nach Europa. Ja. Also gezielt wegen Wein. Gezielt wegen Wein. Das ist der Sohn des einzigen Weinguts in Nepal. Sehr gut. Sein Vater hat, hat dort 100 Kilometer von Kathmandu entfernt, so in den leichten Anfängen der Berge. Ich glaube, wie er sagte, nur Piwis. Und ziemlich kalt das dort. Das ist ganz typisch Heimann Löwen, dass genau der Kälte abgelaufen ist. Das passt wie die Faust. Aber super. Also kleine Anekdote, die Sarah sagte dann, okay, der heißt Siddhartha, wir müssen den nehmen. Wann erlebt man das mal, dass sich ein Siddhartha bei einem bewirbt? Also ich bin schon dahin geflossen, als ich diesen Namen gehört habe. Natürlich nehmen wir dich. Und dann, Moment, und dann ist er auch noch super cool. Ja, und es ist Wahnsinn. Also, jetzt geht er in die, ursprünglich nur als Praktikant, jetzt macht er eine Ausbildung, jetzt geht er in zweites die Berufsschule. Lehrjahr. Ich sage ihm auch immer, stell dir mal vor, wir Hansel würden irgendwie in Kathmandu eine Ausbildung machen zu Berufsschule. Ja, wir wären ja einfach sowas von lost. Und er mit seinen 19 Jahren, also ich habe einen so großen Respekt und er ist einfach ein herzensguter Mensch. Und wie du sagst, irgendwie passt er halt gut rein, weil bei uns kommen halt immer wieder so Leute vorbeigeschneit, die, finde ich, dann halt aber auch so das eigene Leben und den Betrieb so wahnsinnig bereichern. Ne? Mhm. Und vielen sind wir ganz lange in Kontakt oder die kommen dann mal wieder oder ne, man bleibt ja irgendwie auch immer so im Austausch. Mhm. Und das tut gut, weil bei dieser ganzen auch wiederholenden Arbeit, die man so hat das Jahr über, ne, und dann das Moseltal ist eng, da ne, neigt was. Das ist schön, wenn aus der Welt auch mal was kommt. So diese Scheuklappen dann mal so ein bisschen. Ja, und die Leute auch bleiben, ne? Ja. Und also man kann sich in Deutschland viele Weinberge aussuchen. Terrassierte Weinberge sind, würde ich jetzt mal behaupten, mit eins der schwersten handarbeitlichen Lose, die man ziehen kann. Und er kommt und sieht's und macht's und bleibt. Und also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ne? Und du wärst schon wieder gegangen. Wie sieht das Weingut dort aus? Habt ihr mal, unter welchen Bedingungen arbeiten die in Nepal? Also es ist alles noch sehr in den Anfängen. Und ist das, hat das auch irgendwie steile... Genau, das ist ja schon auch terrassiert. Aber die sind sozusagen auch viel noch von der Stromversorgung auch noch nicht ganz so drin, dass die zum Beispiel dann mit ihren Kühlmöglichkeiten ist ein großes Thema. Das heißt, viele Sachen, die er gerne umsetzen würde, sind von der Infrastruktur einfach auch noch nicht so richtig möglich. Schmalspurschlepper in Nepal zu bekommen, ist relativ schwierig. Ihr habt ja auch keine. Nee. Aber sagen wir mal, er hätte es vor, also diese ganzen, die ganze Gerätschaft, das ist alles für große Landwirtschaft ausgelegt. Ja, klar. Das heißt, die sind dann noch ziemlich in den Anfängen, aber ja, er
hat auf jeden Fall großes Interesse und große Leidenschaft. Und der Schritt dann nach der Ausbildung ist dann das Studium in Geisenheim und dann wieder zurück nach Nepal. Und naja, müssen wir mal schauen. Also kann auch Deutsch ziemlich gut, Englisch sowieso. Nepali sprechen wir jetzt nicht ganz so oft, aber wir lernen viel. Wir lernen viel. Er hat für uns gekocht und so. Das ist halt einfach mega cool, auch zu dem Essen die Weine zu kombinieren. Macht auch total Spaß und passt auch echt super. Mehr davon, ich finde das immer total bereichernd. Ja. Lass uns doch vielleicht auch tatsächlich mal über eure Steillagen sprechen an der Mosel. Mhm. Haben wir ja jetzt noch gar nicht was gesagt, das Moseltal ist eng. Mhm. Die Weinberge sind terrassiert. Mhm. Es geht ziemlich schwindelerregend steil nach oben. Mhm. Ihr seid mit mir da ja lang gefahren. Ich bin froh, dass die gefahren sind. Ja, das ist schon krass. Gerade jetzt die Gegend da oben ist nochmal, das ist ja nochmal eine eigene Welt. Boah, und es ist, also wenn man da alleine jetzt mal so durchkutschiert wird, wie ihr das mit mir gemacht habt, da ist einem sofort klar, das ist eine Menge Arbeit da. Also da kommt einem ja nichts entgegen an diesem Berg. Da müsst ihr alles abtrotzen, oder? Da liegt der Schiefer drauf, das ist karg. Zur Not bringen wir ihn halt hin, den Schiefer. Ja. Ja, warum hast du die eingeladen? Ja, aber ich muss sagen, was wir letztendlich machen, ist ja auch ein Erhalt einer Kulturlandschaft. Mhm. Das sind wirklich Terrassen, die da vor Jahrhunderten angelegt wurden. Und diese zu erhalten, Trockenbau, Mauer wieder herzustellen, die eingebrochen ist. Ihr habt einen Mitarbeiter, der nichts anderes macht als diese Trockenmauer, ja, zwei. Da sehr, sehr fit drin sind. Verrückt. Wenn diese Mauer gut gemacht ist, dann hält die einfach 300, 400, 500 Jahre. Und das ist dann schon was, dann denkt man, okay, ne, das mache ich jetzt nicht für mich, sondern das mache ich eigentlich für die nächsten Generationen. Und so empfinde ich eigentlich auch oft die Arbeit draußen im Weinberg. Ne, wenn wir jetzt eine neue Rebsorte setzen, ne, da kann man in 30 Jahren vielleicht sagen, ob es die richtige oder die falsche Entscheidung war, ne, ob sie so richtig standortgerecht ist. Das heißt, wir leben hier in so einem ganz langen Zyklus und das finde ich auch häufig super toll. Man kann so seine Stellschrauben drehen und versuchen, irgendwie so seinen Input zu geben, aber eigentlich ist man so ein bisschen Teil des Größeren. Rasenschwein. Ich habe einen Fehler gemacht, ich gebe es nicht gerne zu, aber ich hatte meinen ursprünglichen Plan mal wieder vergessen, deshalb gab es auch den Röttgen schon, weil das hätten wir vorher nehmen müssen. Ja, hups, naja. Aber nun, wir sind ja alle Profis, ne? Insofern ist das kein Problem. Also ihr seid Profis und nicht tu so. Wir haben jetzt nämlich Mosel, aber ganz anders, weil A, die Mittelmosel in ihrer Prägung erstmal ganz anders ist als die Terrassenmosel. Und B, natürlich halt auch die Individualität der Weingüter eben eine große Rolle spielt. Mhm. Das ist ein Wein von meiner Frau Eva, der Steinreich Riesling. Das ist ein trockener Riesling, der in den guten Lagen wächst, eine Lagen-Cuvée. Also insofern sind wir ähnlich unterwegs wie bei der Schieferterrasse. Ja, okay. Eben blauer Schiefer, der auch diese etwas kühleren Elemente natürlich viel stärker ausprägt. Und dann halt auch klimatisch ist es an der Mittelmosel ein bisschen frischer, sage ich mal. Also die Terrassenmosel ist mit ihren sehr exponierten Lagen etwas früher, etwas auch höher in der Reife am Ende. Also nur damit das jetzt jeder versteht, ihr seid Terrassenmosel? Ja, exakt. Deine Frau Eva? Ich bin mein Hessen. Deine Frau Eva. Du redest nur mit sozusagen? Nein. Ich rede mit, genau. Du bist Moselurlauber. Ja. Die Eva kommt aus Trittenheim. Hier haben wir jetzt ein Cuvée, da geht es um Trauben aus Trittenheim, aus Peaceport und aus Thron. Gute, spannende Schieferböden, blauer Schiefer. Das nennt man mittlere Mosel. Und das ist die mittlere Mosel, okay. Genau. Wie gesagt, das ist alles etwas kühler und das merkt man den Wein eben auch an. Ja. Dieses deutlich rassigere, die Säure etwas prägnanter und auch die Leichtigkeit im Wein. Ja. Und das ist letztendlich was, also zum einen ist es so, für den großen Trockenwein war es schon immer so, dass an der Terrassenmosel vielleicht die Möglichkeiten etwas einfacher und besser sind, um einfach die Struktur, die Inhaltsdichte, die ein Wein braucht, um einen großen trockenen Wein zu ergeben, schneller gegeben ist, weil die Reife der Trauben einfach auch da ist. Mhm. Und an der Mittelmosel war es ja früher klassischerweise so, dass die Weine dann auch eher diese Zartheit hatten, auch leicht Restsüße hatten, mehr Restsüße. Um einfach da in ihre Balance zu kommen. Was halt ganz lustig, was ganz spannend, ich war gerade am Steinreich halt, Marc,
diese Leichtigkeit. Also jetzt der 19er Jahrgang hat 11,5%. Mhm. Es gibt Jahrgänge, die sind noch leichter, die sind dann irgendwo bei 10,5, 11. Bei 11,5 gehen wir noch nicht lesen. Das ist halt irgendwie so vom Trinken her einfach dann auch schön. Die Flasche ist leer getrunken und du hast noch nicht das Gefühl, dass der Alkohol irgendwie dir ein Problem macht, und das ist eigentlich immer was ganz Gutes. Mhm. Und du sagst jetzt, bei 11,5 würdet ihr in die Lesen gehen? Das, weil die Trauben nicht reif sind. Ah, okay. Ja. Mhm. Also aber von der die komplette Reife betrachtet. Mhm. Ne? Nicht nur jetzt den Zuckerwert, sondern sie werden einfach auch vom Geschmack her noch viel zu grün. Okay. Ja. Aber und ich finde das eigentlich so das Wahnsinn. Ist das Schöne, diese Unterschiede, die du jetzt hast. In diesem. Wie weit ist das entfernt? Was kann man jetzt so sagen? Luftlinie oder Flusslinie? Das ist tricky mit euch. Das ist tatsächlich so, du fährst bestimmt eine gute Stunde. Anderthalb, würde ich sagen. Ja, also du den kürzesten Weg über die Autobahn, über den Berg. Ich bin schneller. In Rheinhessen als bei uns. Mhm. Ja. Das ist verrückt. Nee, ich bin schneller von mir zu Hause bei euch als von Eva zu euch. Ach so. Obwohl ihr an der Mosel seid. Ja, doch. Dann. Ja. Sieht das denn dort auch anders aus jetzt bei Eva? Ja. Definitiv. Mittelmosel ist viel mehr im Direktzug, das heißt vertikal gezeilt. Bei uns ist alles terrassiert, horizontal gezeilt. Das macht einen riesen Unterschied. Okay. Das macht die Sache auch mit der Raupe befahrbar. Ne? Okay. In der Mittelmosel, ich finde, das Tal geht so auf. Ne? Du hast so ein bisschen so dieses Liebliche, finde ich, irgendwie an der Mosel. Du hast so eine gewisse Weite. Bei euch ist es schon schroff und rau. Finde ich lustig, wenn man dann bei der Mittelmosel schon von Weite spricht. Ja. Kommt man nach Rheinhessen. Ja, selber. Ne? Jetzt so bei uns in der Gemarkung, ne, haben wir natürlich auch. Was heißt das eigentlich in Höhenmetern? Geht hoch? Ja. Also 110. Ja. Was würdest du sagen? 90. Oder? Ah, echt? Ja. Also 90 Meter Höhenunterschied von unten bis oben. Ja. Wie hoch sind die Dagen von den Höhenmetern jetzt über Null? 20, es geht bei 20 über Null los vom Meeresspiegel. Okay, also ist es gerade. Das heißt, es ist eigentlich nicht so, dass das hoch ist, es ist einfach nur der Höhenunterschied. Genau. Der Höhenunterschied ist halt, ne, in den Metern hat man halt dann bis zu 16, 17 Terrassen. Also wir haben in einem Weinberg haben wir sogar 21 Terrassen. Teilweise mit zwei Reihen. Verrückt, ja. Und dann hast du da 3, 4 Stöcke stehen und schon kommt wieder der Versprung auf die nächste Terrasse. Das heißt, es ist halt wirklich viele Mauern. Das heißt, alle, die bei euch draußen arbeiten, die sind gestellt. Die sind sowas von trainiert. Das ist ein Studio für Ume. Also hat vielleicht schon der eine oder andere mal bei euch anmelden dann so. Der oder die eine andere haben dann auch schon gesagt, ach nee, lass mal. Das glaube ich. Wie ist es eigentlich so, dieses von Terrasse zu Terrasse kommen? Das ist dann teilweise auch sportlich, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Seid ihr angeleint oder wie geht das? Nee, natürlich. Zum Teil. Dadurch, dass du diese Terrassierung hast, hast du natürlich aber auch immer wieder diese Steigung gebrochen. Mhm. Ne? Und ich finde es zum Beispiel, wir waren jetzt auch letztes Jahr an der A zum Helfen. Und wir waren alle völlig fertig, weil das ja auch alles vertikal gezeigt ist. Viel und steiler. Boah, also kommt dir viel wir kamen steiler alle nicht vor. Klar, wir waren alle völlig... Völlig fertig. Ich glaube, der hat uns aber auch extra in die Steillage geschickt. Ich glaube, auch dadurch in die Steillage. Ja, ihr habt da Kompetenz. Ja, genau. Ich dachte, die kommen von der Mosel, die können das. Wir von Rheinhessen waren auch da, aber wir wurden im Tal. Wir wurden nicht in die Weinberge geschickt. Wir haben nicht gedacht, das funktioniert nicht. Wirklich dieser eine oder zwei Schritte hoch, einer wieder runtergerutscht und die Knöchel haben geschmerzt. Habe ich noch zu Sarah gesagt, ich lobe mir unsere Terrassen, weil das dann einfach in der Terrasse selbst, du merkst das gar nicht. Du arbeitest dich auch am Tag weiter nach oben und dann stehst du auf einmal da oben und denkst, wie bin ich denn jetzt hier hochgekommen? Ja. Weil du guckst ja nicht die ganze Zeit nach unten, du guckst ja nach oben und dann ist es halt so wild. Du musst halt je nach Kenntnisstand die Leute früher runterschicken, 20 Minuten eher, lauf schon mal los, wir kommen dann es gibt was zu essen, schon mal. Ja. Und nicht den Fehler machen, nach der Mittagspause erstmal wieder ganz hoch zu laufen. Ja. Das sollte man auf jeden Fall machen. Oder Suppe zum Mittagessen, während der Weinlese mitten im Uhlen, haben wir auch schon den Fehler gemacht. Regionen wie die Mosel mit ihren Steillagen, manch andere Region, die das auch hat, sind da schon sicherlich ein bisschen die Heroes in der Frage dessen, wie hart ist das im Weinberg, die Trauben dem Berg abzutrotzen. Das ist keine Frage und das erkennen wir Rheinhessen auch neidlos an, dass das in anderen Regionen manchmal etwas schwieriger ist. Aber das verbindende Element ist, dass wir das gleiche Ziel verfolgen, nämlich
diese sehr authentische, eigenständige Charakteristik im Wein herauszuarbeiten. Und ich finde, wenn wir jetzt so über Mosel sprechen, ne, dann, und Steillage, dann klingt das ja so, wie als wären alle Weine, die von der Mosel kommen, auch Steil- und Steilslagen. Ne? Und das ist nun mal wirklich nicht so. Mhm. Ne? Also von den, ich glaube, es sind 8.500 Hektar, das gesamte Anbaugebiet an der Mosel sind gerade mal 500 Steil- und Steilslagen. Okay. Das heißt, marketingmäßig kommt das natürlich schön rüber. Stimmt, man denkt immer. Sozusagen, ja. Man denkt immer überall, wer steil und terrassiert und ach, und die ganze Handarbeit, die dahinter steckt. Also die Steillage an sich macht keinen guten Wein. Und die Flachlage an sich macht keinen schlechten Wein. Ja. Und, die, ne, und der Riesling an sich ist keine Rebsorte, die jetzt einfach schon mal einen guten Wein macht. Und der Spätburgunder genauso wenig. Also dafür brauchst du dann schon noch ein bisschen mehr. Also für Podcast-Aufnahmen ist es auf jeden Fall nicht förderlich, mit Drehbeschlüssen zu arbeiten. Weil wenn ich mit den Korken sonst hier spiele, ist es leise. Ja, wir hätten hier noch ein paar Steine. Ja, das wäre vielleicht endlich laut. Das war ganz schön, wir vielleicht den Übergang ja, das zum Stein machen. Ja, wir können so zumindest tatsächlich mal, wir haben jetzt Steil- und Steilslagen und ihr habt so ein paar Steine mitgebracht. Ja. Also auch für die Menschen, die uns nicht sehen, denen erklären wir jetzt mal, was ihr da mitgebracht habt. Das liegt im Weinberg oben auf. Ja. Zum Beispiel in der Größe. Das ist alles Schiefer. Ja. Und das, der Schiefer sieht aber ganz unterschiedlich aus. Also ihr habt jetzt hier vier. Ich nehme das mal an mich. So. Das ist schon ja. Nimm doch den Stein. Also oh, ich habe dem Philipp jetzt gerade mal hier die Schraubverschlüsse weggenommen. So, aber tatsächlich diese. Jetzt fange ich an, damit zu spielen. Ja, das geht ja gar nicht. Also diese Schiefersteine, die sehen jetzt ganz unterschiedlich aus, die vier. Warum? Was hat das mit euren Weinbergen zu tun? Erklärt das mal. Also den Wein, den wir jetzt im Glas hatten, war Röttgen, genau. Die Lage heißt Röttgen, die Lage heißt Röttgen, genau. Mhm. Und dort finden wir, wenn wir tief runtergehen und das Gestein brechen würden, ist es eigentlich ein blauer Schiefer. Ja. Also ähnlich eigentlich wie in Drittenheim, aber mit einem deutlich höheren Eisenanteil. Das heißt, an der Oberfläche oxidiert das dann so orange-rötlich. Mhm. Und je nach... Der Eisenanteil... Macht ist auch das Ding, ja, auf jeden Fall. Wir haben auch noch andere Weine von blauem Schiefer, komplett andere Geschichte, ja. Also es macht das ist ein spezieller Boden. Gibt's den und Wein so vom tief? Blauen Schiefer eigentlich noch? Genau, gibt's noch. Den gibt's noch. Leider viel zu wenig. Wir sind schon ausgetrunken, wir hätten gerne was mitgebracht. Ja. Aber geiler Wein. Aber auch da, ne, Blauschiefer Terrassenmosel, Blauschiefer Mittelmosel. Mhm. An der Mittelmosel viel poröser, fragiler an sich der Stein. Mhm. Verwitterter auch. Und da kannst du so richtig auch, finde ich, was ja auch so Spaß macht, so ein bisschen diese Schichten mal so auseinanderbrechen. Dröseln. Ja. So, wenn du hier versuchst, was zu dröseln, ne, da kannst du lange dröseln. Da kannst dröseln. Du lange dröseln. Das sieht aus wie ein Brikett. Da sehr sehr kann man jemanden erschlagen. Ja. Wir haben halt an sich einfach viel sandigere Schiefer und an der Mittelmosel sind viel tonhaltigere Schiefer mit drin und das macht einen wahnsinnigen Unterschied in der Wasserverfügbarkeit. Ton kann mehr Wasser speichern als Sand und so merkt man schon, ne, alleine an so einem kleinen Stein, wie hoch dann die Unterschiede sind, ne, zwischen Terrassenmosel und Mittelmosel oder Obermosel. Jetzt muss ich da nochmal nach diesen besonderen Lagen fragen, weil ich habe gelesen, das ist jetzt einzigartig, dass ihr auf so kleiner Fläche so viele verschiedene Lagen, wie heißt das nochmal? Wie? Geschützte Ursprungsbezeichnung. Mit der geschützten Ursprungsbezeichnung, vielen Dank, ja. Kat. So, ich habe mir die auch mal aufgeschrieben, also Uhlenrotlei, Uhlenblaufüßerlei. So, und den Röttgen, der ist da irgendwie auch noch so nebendran, den habt ihr vorhin mitgebracht. Aber das ist etwas Besonderes, warum? Erklärt mir das mal. Warum ist das so speziell und besonders, dass die jetzt anerkannt wurden? Weil ihr habt da sehr lange für gekämpft. Hintergrund ist, dass wir in Uhlen, das ist sozusagen eine Lage an einem Hang, in einer Kurve an der Mosel, haben wir drei unterschiedliche Bereiche mit komplett unterschiedlichen Schieferarten drin. Okay. Geschmacklich sehr unterschiedliche Ausprägung und fasziniert ist einfach, dass diese Lage eigentlich, wenn man von außen schaut, als zusammenhängend wahrgenommen wird. Mhm. In sich aber sozusagen dann nochmal dreigeteilt ist. Und so in der Geschichte im Ort war schon immer klar, ne? Also der Wein aus der Ecke vom Uhlen schmeckt anders und wenn man durch den Weinberg geht, siehst du auch den Unterschied. Bei dem einen hast du beim Rotlei, hast du den Rotschiefer, daher kommt auch der Name Rotlei, also Lei, der dialektale Ausdruck für Schiefer. Ja. Und dann beim Laubach
Hast du eher... Das liegt aber im Philipp. Genau, was im Philipp liegt und was wir, glaube ich, auch gerade im Glas haben, genau. Der Kohlenlaubach, ist dann eher so sogenannte viele, Laubachschichten. Genau, das ist nach einer geologischen Schicht benannt, die Laubachschichten. Mhm. Und dort haben wir viele Muscheln und Fossilien mit drin. Das okay. heißt, unterm Strich ein höherer Kalkanteil. Mhm. Ja, das ist auch mein Lieblingserklärt wieder. Ne? Ich bin halt einfach ein Kalkfreak. Kalkfreak, ja, genau. Laubach ist mein Liebster. Das ist halt einfach Wahnsinn, weil jedes Jahr, wenn die Trauben reinkommen und der Most von der Presse läuft, wenn wir probieren, schon in den einfach, Osten, einfach schon in diesem Stadium hast du einfach so wahnsinnige Unterschiede. Und das lässt mich jedes Mal, ne, du hast gesagt, jedes Mal, es gibt so im Jahr über immer wieder diesen Moment, wo es einen so packt. Ne? Und das ist eigentlich immer der Moment, wo es mich wieder packt, wo ich denke, wie abgefahren ist das? Was mich verwundert, das ist ja alles Uhlen. Mhm. Und ihr habt ja sicherlich auch Gewannennamen. Mhm. Aber die Gewannennamen trennen die Terroirs nicht wirklich, nehme ich an, oder? Mhm. Und das ist eigentlich das Verwunderliche, dass das letztendlich... Obwohl ich da ehrlich gesagt nicht ganz sicher bin, ob das nicht auch zum Teil auch mit die Grenze bestimmt oder gar nicht. Puh, da. Also für alle, die jetzt da zum ersten Mal zuhören. Bei Gewannen bist du ja Profi, ja? Das hast du ja schon. Ich habe immer Angst, dass du das wieder ansprichst, weil jetzt muss ich es erklären und kann das kaum. Also das ist quasi nochmal wie eine spezielle kleine Region innerhalb einer Lage, die historisch schon bekannt war, sozusagen. Genau, die das letztendlich auf Karten niedergeschrieben als Herkunft, als Kleinstherkunft quasi existiert. Kleinstherkunft. Und die Tatsache, dass im Weingut Reimann-Löwenstein heute diese unterschiedlichen Terroirs als eigene Ursprungsbezeichnung existieren, ist insofern was Besonderes, weil das ist erstmals jetzt die Variante, dass quasi eine Lageneinteilung neu definiert wurde. Ne? Mhm. Nach ihrer Charakteristik in der Geologie und wohl auch Klimatik, die da natürlich auch mit reinspielt, in die Eigenständigkeit. Und das macht es halt besonders, weil dadurch eben Herkunft nochmal in ihrer Definition nochmal exakt geschärft wird. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsweg zu gehen gewesen, erstmal den Menschen zu erklären, Uhlen ist nicht Uhlen, sondern Uhlen ist unterschiedlich. Und dann eben das erstmal dann aufzudröseln. Am Anfang war das dann auch so ein bisschen gelöst, weil das ja auch nicht erlaubt war, mit Buchstaben auf dem Etikett, die Unterschiedlichkeit dieser Terroirs. Und du musstest viel. Also wir haben die Weine, diese drei Parzellen, schon immer getrennt vinifiziert. Ja. Aber es war halt einfach noch nicht erlaubt, den Namen Uhlen Rotleib aufs Vorderetikett zu schreiben. Was habt ihr da draufgeschrieben? Uhlen R zum Beispiel. So. Oder Uhlen Laubach war dann Uhlen L. Ah, okay. Schieferformation, Rotleib stand dann unten. Genau. Uhlen B war der Uhlen Blaufüßerlei, der dann hinten als Blaufüßerlei drauf stand. Und unten war dann vielleicht Schieferformation, Blaufüßerlei. Wir mogeln uns da so. So, also jetzt die gemeine Frage. Was war der Uhlen vorher denn gewesen? Wo nur Uhlen draufstand? Das war immer Rotleib. Das war immer Rotleib? Die erste. Das war sozusagen die erste Parzelle, die meine Eltern hatten. Mhm. Auch mein Vater mitgeerbt hat. Mhm. Ne? Und das war eine Lage. 98er Uhlen. Genau, das ist alles. Also das war immer alles Rotleib. Ein Höllenteil gewesen. Bis die Unterscheidung gemacht wurde, war es immer nur Rotleib. Das heißt, meine Eltern haben ja sozusagen... Und die gab es ab 2.1 gab es die, glaube ich, schon, die Aufsplittung. Genau, da fing es schon an. Und dann gab es aber nicht jedes Jahr, gab es bei allem was. Es ist auch so, dass ich das nicht gewusst habe. 2-1, 2-2, stimmt. Wie ist das eigentlich für euch, also ganz genau Anfang Fan hier zu sitzen? Total schön. Ist cool, gell? Deswegen schwätzt er ja auch. Erzähl uns doch mal von Weingut Heimann-Löwenstein. Genau. Ich finde das total schön. Ja. Das ist super. Sagt uns doch noch mal jetzt, was wir hier im Glas haben. Ja. Jetzt Tolles. Genau. Also ja, meinst du schon leer? Ja, ich muss noch mal nach. Also Uhlen Laubach 2017. Ja, gleiches Jahr. Wie eben. Und hier hat eine tolle Nase, wenn ich das so sagen darf. Aus dem Bereich mit den vielen Muscheln und Fossilien mit drin, wo wir eben drüber gesprochen hatten. Für mich jetzt auch gerade im Vergleich zu dem Röttgen einfach nochmal so eine ganz andere, ganz anderen Charakter. Ne? Von der Mineralik so ein bisschen wie Tänzel, der
ist überall im Mund vorhanden und hat dabei irgendwie legt dann seinen Samt auf einmal über alles drüber und einen unheimlichen Druck hinten raus. Der Röttgen ist immer sehr vordergründig, sehr fruchtbetont und Laubach fein in der Nase, unheimlich voluminös am Gaumen und dann am Ende mit ordentlichem Druck. Also der Samt, der sich so durch meinen Mund legt, da könnte ich was mit anfangen. Richtig gut. Ja. Frage zur Önologie. Das heißt zur Kellerwirtschaft. Mhm. Ja, ja, bitte, Philipp. Oder haben wir keine Ahnung von, ehrlich gesagt. Ja, da haben wir ja was gemeinsam. Ist das mittlerweile alles großes Holzfass? Oder wie geht er damit um bei den Lagen? Das kommt so ein bisschen auf die Menge drauf an. Wir sind mittlerweile in der glücklichen Lage, dass wir auch Stückfässer haben, also 1300 Liter oder Halbstück, 600 Liter. Ja, übrigens sehr untypisch, wenn du in den Keller reinkommst, da sind keine Moselfuder, sondern da sind die Reingrößen. Mhm. Dickfleisch in der Nähe zu Koblenz, da haben sie so Moselfuder. Aber ihr macht jetzt auch Fässer aus Mondholz, habe ich gelesen. Jetzt wird's speziell. Ich komme mal zu diesem ganzen Freakshow, den es da gibt. Erzähl doch mal ein bisschen. Glückliche Fügung. Ich glaube, viele Leute kennen die Burg Elz. Eine wunderschöne Burg, eine der Burgen, die im Privatbesitz noch ist. Und der Bruder des Grafen Elz ist Weinfreak und war zu Besuch. Und Reinhard und der Graf Elz kamen ins Sprechen, dass es ja eigentlich nur im Sinne des Terroirs auch der einzig logische Schluss ist, dass man ein Holzfass hat, was auch auf Schiefer gewachsen ist. Dann kam die Idee auf, also die Familie Elz hat einen großen Forst. Vielleicht gibt es ja dort Eichen, die wir für den Holzfassbau verwenden können. Also ist Reinhard mit unserem Küfer, also mit dem Herrn Hösch, in den Wald, haben geschaut und dann gab es einige wunderschöne Bäume, ich glaube 175 Jahre alte Eichen. Die haben wir dann 2016 in einer feierlichen Zeremonie, haben uns auf der Burg getroffen. Traditionellerweise erstmal einen Schnaps zusammen getrunken. Das war ganz toll. Also richtig mit dem Förster, mit dem Küfer, mit dem Winzer, mit dem Grafen und sind dann in den Wald und haben diese Bäume geschlagen. Die mussten dann erstmal 3 Jahre liegen und das ist sogenanntes Mondeichenholz. Und Mond heißt, ihr habt das zu einer speziellen Zeit geschlagen. Genau, am ersten Neumond im neuen Jahr, also 6. Januar war es, glaube ich. Und diesem Holz wird eine besondere Widerstandsfähigkeit nachgesagt. Der Graf hat dann auch erzählt, der Dachstuhl von der Burg ist auch aus sogenanntem Mondeichenholz und über 500 Jahre alt. Ja. Seid ihr esoterisch oder einfach sehr offen? Also auf jeden Klingt Fall so negativ, esoterisch. Nö, ich war auf einer Waldorfschule, ich bin damit bestens vertraut. Aber später oder jetzt gleich? Ich finde das mit diesem Mondholz, das klingt ja sehr abgefahren, freakig esoterisch. Und wenn man dann aber sich da so reinliest, dann liest man, dass früher das wirklich in der Architektur ganz häufig gemacht wurde, dass sozusagen die wichtigen Bauwerke, die ganz lange halten sollten, immer nur mit diesem Mondholz gebaut wurden, weil es eben so unglaublich widerstandsfähig ist. Und dann ist es natürlich eine tolle Gelegenheit, sozusagen, wenn sich dann 3 Freaks treffen, also Küfer, Winzer, Winzerin und also der Küfer war total aus dem Holz. Und Grafen, die sozusagen alle dafür brennen, zu sagen, ja, cool, wir probieren das aus. Und das war wirklich ein Erlebnis. Wir hatten jetzt vor kurzem die Einweihungszeremonie und die Fassweihe. Die Fassweihe und die wurden dann noch gebrannt mit dem Branding und ich kenne es auch. Wie geht ihr mit den ersten Ernten um in den Fässern? Ja, gute Frage. Genau. Weil die noch so viel Holz haben. Genau, also was wir natürlich nicht wollen, ist, dass irgendwie Holz irgendeine geschmackliche Komponente irgendwie verlagert. Also was ich nicht mag, jetzt für unsere Rieslinge brauche ich keinen Holzgeschmack im Wein. Ne? Das ist für mich nicht zielführend. Und jetzt haben wir die erstmal 1,5 Jahre lang eigentlich mit Wasser konserviert. Also ihr benutzt sie eigentlich noch nicht. Jetzt 21, aber der 20er Jahrgang war einfach zu klein. Natürlich hast du im ersten Jahr, obwohl die Toastung ganz, ganz leicht nur ist, so einen geschmacklichen Eintrag. Mhm. Und das ist nicht das, was wir verfolgen. Das heißt, wir haben halt warten müssen auf den Jahrgang, wo wir eine Teilpartie von einem
Wein, wo eine größere Menge dahinter steht, die wir dann später verschneiden werden, damit wir einfach das Holz so wenig präsent wie möglich haben. Okay. So in den ersten Jahren. Da haben wir in Rheinhessen ja so ein bisschen das Glück, in Anführungszeichen, dass wir mit den Burgundersorten immer noch eine Alternative ihr könnt es rausholen, ja. haben. Also das heißt, da kommt erstmal Weißburgunder rein. Ja. Okay, und, der darf ein bisschen mehr Holz kriegen. Ja. Gibt das eine wunderbare Symbiose und wenn es dann passt, dann darf auch Riesling rein nach ein paar Jahren. Ja, das sind drei Fässer erstmal zu dir geben sollen und dann. Wenn Fässer nicht so kompliziert zu transportieren, wäre wir das eine echte Möglichkeit. Bis die erstmal und da unten waren und saßen. Ja. Also drei Fässer a 3000 Liter, das ist halt auch schon ein bisschen Wasser. Aber die geben uns jetzt die Kapazität, um, sagen wir mal, einen Jahrgang mit einem guten Ertrag komplett im Holz zu vergären und auch im Holz reifen zu lassen. Und wir haben jetzt auf jeden Fall auch mit dem 20er-Jahrgang auch begonnen, längere Reife auch unseren allen Ulen zu geben. Das hatten wir früher nur mit dem Ulenrotlei, dass der länger im Keller verweilen durfte, bevor abgefüllt wurde. Das heißt, normalerweise kommen unsere Weine im September des darauffolgenden Jahres drauf. Mit dem Rotlei und jetzt mittlerweile auch mit Blaufüßerlei und Laubach machen wir es so, dass die erst 2 Jahre später sozusagen den Keller verlassen. Es ist schön, wenn man mit deutschem Wein langfristig in einem Verständnis auch arbeitet, dass man nicht den ganz jungen Jahrgang gleich wieder haben muss. Und, guckt er gleich mich an. Nein. Ihr seid die Botschafter, das ist halt der Punkt. Also jetzt hier mit dem Rotlei, wie oft werden wir an Präsentationen gefragt? Die Prowein ist im März, Rotlei noch nicht fertig. Ja, wir wollten noch über den neuen Jahrgang schreiben. Und das ist halt, finde ich, auch immer das Problem, dass natürlich die Botschafter dafür da sein müssen, den Weiden einfach auch mehr Zeit zu geben. Ja, und die Zeit macht total Sinn. Ja. Wir müssen uns das jetzt mühsam erarbeiten, was in anderen Regionen der Welt normal ist. Und es ist nicht leicht, das umzustellen, weil natürlich das wirtschaftlich eine gewisse Bedeutung hat. Ne? Also ich meine, wir leben ja auch am Ende davon, dass wir unseren Wein verkaufen. Das klappt aber immer noch ganz gut, habe ich den Eindruck. Sorry. Es ist auch eine logistische Frage. Wo lagerst du den Wein? Ja? Also selbst wenn du schon abgefüllt hast, dann brauchst du zwar die Fässer nicht, aber dann müssen die Flaschen ja auch irgendwo stehen. Ja. Und ewiger Zankapfel. Schön und gut, wir könnten das noch weiter im Keller lassen. Aber was mache ich nächste Weinlese? Aber da kommen wir jetzt an den Punkt, weil das interessiert mich. Nämlich, wie arbeitet ihr zusammen? Wer steht für was? Wer ist welcher Typ bei der ganzen Geschichte? Wer ist derjenige, der sagt, okay, ich brauche aber hier ganz exakt das und das und so? Wer ist der Coolere, der sagt, jetzt macht mal locker, wie auch immer. Also cool sind wir auf jeden Fall beide. Ja, um Gottes Willen. Aber ihr werdet ja wahrscheinlich, das funktioniert nämlich nur so, ihr werdet euch ergänzen. Ja. Und wer trägt welchen Part? Also, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist sehr unspektakulär. Wir sind uns sehr ähnlich. Ich würde sagen, wir lieben beide die Ordnung und die Kalkulation, was passiert wann. Also Sicherheit ist auch schon ganz schön, aber letztendlich entscheidet der Gaumen. Und da, wenn man dann ähnlich probiert, ist die Antwort da. Also wie ist das jetzt aber, wenn man Kellermeisterin ist und dann kommt die Chefin und die sagt, nee, das machen wir jetzt schon anders? Irgendwie gibt es dieses großartig anders nicht, oder? Ich weiß nicht, wie es deine Wahrnehmung ist. Also das ist einfach mal so. Wie es für mich idealtypisch abläuft. Also erstmal, wenn ich komme, sprechen wir erstmal darüber, wie es uns geht, wie wir geschlafen haben, wie die Kinder geschlafen haben. Also das ist geschlafen. Sind die Kinder im Kindergarten überhaupt geschlafen? Ja, genau. Also das sind erstmal die Basics, damit man überhaupt erstmal weiß, in welchem Zustand trifft man sich überhaupt gegenseitig an. So. Nur weil ich sozusagen letztendlich die Verantwortung trage, habe ich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. So. Ich kann natürlich irgendwie eine gewisse Meinung haben, dieser Wein sollte jetzt so und so viel freie Schwefel haben und die KD ist der Meinung, dieser Wein sollte so und so viel freie Schwefel jetzt haben, wenn er da unten liegt oder was auch immer. Ne? Über was man sich halt so austauscht. Und natürlich sind wir zwei unterschiedliche Menschen und haben unterschiedliche Ideen, aber auch da sprechen wir halt einfach letztendlich über die Sache. Ne? Und dann lasse ich mich super gerne überzeugen von irgendwelchen Argumenten, warum jetzt der Wein besser mit 21 Freiter liegt, statt mit 25. Mhm. Und dann machen wir das so. Wichtig ist für mich, dass wir am Ende eine Entscheidung haben, mit der wir beide wirklich cool sind. Mhm. Und wo wir beide sagen, und ja, da stehe ich dahinter und das dauert halt. Ja. Und man muss nicht über alle sprechen. Also es gibt viele Dinge, die... Also kann ich super gut nachvollziehen. Bei mir und meinem Kellermeister Georg ist es genau so. Mhm. Ja, man hat letztendlich durch die Zusammenarbeit auch mit Dinge übernommen vom anderen, tut sich gegenseitig da auch ergänzen und befruchten und es liegt insofern nicht meilenweit auseinander. Mhm. Insofern läuft vieles automatisch, weil man das Gleiche will. Mhm.
Und mir geht es auch ganz oft so, dass der Georg dann was sagt, wo ich sage, boah, stark, stimmt. Vielleicht sollte man das berücksichtigen. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass ich dann auch mal komme. Das sind so die kleinen Jubelmomente des Chefs, wenn du was im Kopf hast und du weißt, das ist wichtig. Ja. Und er es vielleicht dann auf dem Schirm hat. Also insofern, das ist ein gegenseitiges. Und wenn das gelingt, dann ist es eine Top-Zusammenarbeit. Aber man muss ja auch sagen, also wenn wir zum Beispiel verkosten, dann sind das nicht nur wir beide, sondern auch noch Sarahs Eltern. Mhm. Und dann sind das vier Stimmen. Und dann wird meistens demokratisch entschieden. Das ist ja wie bei den Grünen. Ja, nee, und dann muss halt auch jedes Argument vorgeführt werden. Bei uns ist es so, wir sind dann zu fünft. Wir müssen mal zählen. Fünf, weißt du, das ist dann auch eine ungerade Zahl. Georg, Eva, meine Eltern und ich. Ja. Okay. Also auch ein bisschen. Wir sind dann zu fünft. Wir stimmen dann auch ab und ich entscheide. Nein, was gibt's? Es ist schon vorgekommen, gerade Eva und Georg sind oft einer Meinung beim Probieren. Und wenn ich eine andere Position habe, wie die beiden... Ist das gut für die Ehe, wenn ich kurz noch fragen darf? Es funktioniert. Weil es kann halt sein, dass die beiden eine Meinung haben und ich will es trotzdem anders machen. Mhm. Was machst du dann? Machst du es anders? Ja, wenn ich das ganz von innen raus davon überzeugt bin und das will, und dann sage ich das auch und dann ist das auch okay. Mhm. Ich akzeptiere auch manchmal und sage, okay, dann... Kommt halt drauf an, wie wichtig es dir ist. Ja, und wir tun halt jetzt so, als gäbe es sozusagen ein richtig oder falsch. Wie gut, so, oft steht mir auch vor der Situation, dass man sagt, ja gut, es gibt jetzt zwei Lösungen. Das ist Bauchgefühl, ja, und du musst dann irgendwie... Du weißt ja sowieso, was passiert. Du weißt aber zum Schluss trägt zum Schluss die Verantwortung. Ja. Aber du weißt trotzdem nicht, was passiert. Füllen wir den Wein jetzt oder füllen wir den Wein im halben Jahr? Ja, da kann dann halt jeder sein Gefühl zu haben. Genau. So, aber die richtige Entscheidung, da kann man zwar drüber diskutieren. Du hast ja keine Ahnung, wie dieser Wein sich in diesem einen Fass sich dann entwickelt. Und das ist ja das Spannende. Ne? Wenn wir jetzt gleich den nächsten Mal probieren, wir wissen nicht, wie er schmeckt. Na, gucken wir doch mal, oder? Ja, also, Top-Stichwort. Ich stelle mir das jetzt aber manchmal gar nicht so einfach vor, zum Beispiel Kellermeisterin oder Kellermeister in einem Betrieb zu sein. Ich sage das jetzt mal so ganz offen. Ich meine, du gestaltest den Wein ja maßgeblich mit, aber zum Schluss, wenn die Presse kommt und wenn es offizielle Termine gibt, dann steht natürlich der den Namen des Weinguts trägt, einfach im Rampenlicht. So. Ist das schwierig manchmal? Nö, also ich glaube, die Frage zielt ja auch dahin, hast du dir mal vorgestellt, deinen eigenen Wein zu machen? Genau. Ne? So. Seinen eigenen Wein zu machen bedeutet ja, ich bin mein eigener Chef und ich kann nur meine Ideen durchsetzen und keiner schwätzt mir rein. Das kann positiv sein, das kann aber auch all eyes on you sein zum Beispiel. Mhm. Ich finde es eigentlich auch super gut, dass wir so viele Leute sind und dass ich eben nicht meinen einen Kopf nur dafür hinhalten muss. Mhm. Mein Masterplan war immer, wenn ich eine Stelle finde, wo ich mich einbringen kann, wo ich mit der Betriebsphilosophie einhergehen kann, dann ist für mich mein Ziel erreicht und dann muss mein Name nicht auf dem Etikett stehen. Sowieso in der Weinwelt immer diese Schilderung, es ist nur eine Person, die hinter diesem Weingut steht, ist ja Quatsch. Wir sind die Gruppe, die dahinter steht, die es macht. Das ist genauso wichtig wie, also das, was ich im Keller tue, ist so wichtig, wenn beschissene Trauben reinkommen, dann kann ich da auch nichts draus machen. Ich glaube, das ist auch so ein Phrasenschwein-Ding, was man auch schon tausendmal gehört hat, aber es ist halt einfach so. Aber jetzt dann mal so ganz, die sind jetzt nicht da. Mhm. Wenn du jetzt deinen eigenen Wein machen würdest, würdest du was anders machen? Nee, eben nicht. Okay. Also das ist der Punkt. Wenn ich da meine Ideen so verwirklichen kann, dass ich, und wir waren schon auch an dem Punkt, wenn einer der Meinung ist, das ist nicht richtig, dann tun wir das nicht. Okay. Dann das will ja auch der Chef nicht, dass du irgendwas widerwillig tust, weil dann machst du beschissene Arbeit. Also es ist irgendwie zu kurz gedacht. Und insofern für mich alles in Butter, ja. Du hast jetzt ein ganz tolles Projekt auch mit deinem Kellermeister gemacht. Das heißt Immelwein, richtig? Erzähl doch mal. Das finde ich spannend. Ja, das ist relativ einfach zu erklären. Unser Weingut hieß bis kurz nach dem Krieg Immel. Meine Großmutter ist eine geborene Immel und mein Großvater hat aus Württemberg, deshalb die württembergischen Wurzeln. Ach, das war wahr? Ja, das war wahr. Ich dachte, es war ein Witz. Mein Großvater hat aus Württemberg kommend eingeheiratet und hat den Namen Wittmann mitgebracht. Dann hieß das Weingut eine Zeit lang noch Immel Wittmann und irgendwann nur noch Wittmann. In der heutigen Zeit würde man sowas nicht mehr machen. Man würde so einen Namen nicht mehr irgendwie anfassen. Damals, Karrenbauer. Damals war das, damals war das noch so. Wir haben den alten Namen wieder ausgepackt, sage ich mal.
um dem Georg die Möglichkeit zu geben, so ein bisschen auch eigene Spielwiese zu haben, eigene Themen zu bearbeiten. Ich sehe einfach Immel als das Projekt, das Etikett mit der Chance, wo so ein bisschen auch ja, neue Gedanken wieder einfließen können. Wittmann hat sich ein Stück weit auch zu einem Klassiker entwickelt und arbeitet da Jahr für Jahr dran, das auch zurecht zu sein. Und insofern haben wir auch Banden, über die wir nicht hinausspringen wollen. Und Immel gibt jetzt die Möglichkeit, auch mal zu sagen, wir machen es aber ganz anders. Und federführend ist eben hier dann der Georg, der der maßgebliche Mann ist, der in der Produktion im Alltag, in jedem Detail mitwirkt. Und ich glaube, dass das eine Spielwiese ist, die auch wieder unsere Arbeit bei Wittmann befruchten wird. Weil du lernst ja daraus. Ja. Ja? Du musst, wenn du offen bleibst im Kopf und einfach auch neue Dinge zulässt, dann sammelst du wieder Erfahrungen und die kannst du wieder einbringen. Und hast du denn das Gefühl? Ich bringe das nächste Mal so einen mal mit zum Probieren. Super, finde ich prima. Das, was wir heute machen mit dem Wittmann-Etikett, das entsteht aus dieser Zusammenarbeit, so wie bei euch. Das Löwenstein-Etikett entsteht aus eurer Zusammenarbeit. Und wenn du die Verantwortung etwas verschiebst, entsteht automatisch etwas anderes. Ja. Und das ist das, was bei Wein so cool ist. Es hat einfach unheimlich viel mit Persönlichkeit zu tun. Und dieser Fingerprint von demjenigen, der da im handwerklichen Sinne am Klavier sitzt, das macht halt unheimlich viel aus. Mhm. Das ist so. Aber ist nicht für euch, also die Funktion im Weingut von einer Kellermeisterin oder von einem Kellermeister, das muss schon jemand sein, mit dem ihr auch irgendwie die gleiche Philosophie, auf jeden Fall. Kannst jetzt nicht jeden nehmen. Ne? Du musst natürlich auch sehen, wir sind da in einer ähnlichen Situation, dass wir Familienbetriebe sind in einer noch überschaubaren Größe. Und in unseren Betrieben ist es nicht möglich, alles dass jemand Externes quasi in der vollen Verantwortung für die Weine ist oder für die technische Betriebsleitung, wie auch immer, sondern bei uns ist es so, dass die Familie selbst am Ende immer noch die Richtlinien der Politik bestimmt und selbst mitarbeitet, um diese Dinge zu machen. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, jemand einzustellen, der frei nach seinen Dingen arbeiten kann. Mhm. In größeren Betrieben ist es so, dass genau diese Leute auch wichtig sind, damit ein Betrieb manchmal auch eine Identität entwickeln kann. Mhm. Aber es gibt auch einige oder viele Betriebe überall auf der Welt im Wein, wo letztendlich der Kellermeister eigentlich das Brain ist und irgendwie ein Stück weit auch das Herz von dem, was da entsteht. Ja. Was wir können, ist, wir können diese Kombination leben. Ja? Wir können so wie ihr beide zusammenarbeiten, so wie ich mit Georg zusammenarbeite, das können wir machen. Aber wir gehören halt dazu. Wir sind mit in diesem Entscheidungsprozess mit drin. Und du meinst, es gibt jetzt ja auch nicht, das, was ihr macht. Also es gibt jetzt nicht den Investor, der sich den Önologen und den Viticulturist einstellt, der die dann alles so im Auftrag erledigt. Und es ist halt auch nicht so, wie das früher in den größeren, bedeutenden Betrieben war, dass jetzt irgendwie heute der Besitzer ist Anwalt oder Mediziner und parallel hat ein Weingut, sondern wir werden das schon in den Betrieben mitgebraucht. Das würde auch würde wirtschaftlich auch nicht gehen. Das muss man auch ganz klar sagen. Also das hat auch eine gewisse Bedeutung, dass die Familie mit Hand anlegt. Ja. Also das muss man einfach auch ganz klar sagen. Aber wir müssen über den Wein reden. Genau. Ja, aber vielleicht noch ganz kurz dazu. Und trotzdem ist es schon für mich unglaublich wichtig, unsere Strukturen dahin zu bringen oder so zu arbeiten, dass ich wirklich das Team nicht nur als zuarbeitendes Team, sondern wirklich als Ressource sehe, mit denen ich zusammenarbeite. Also im Ideal ist man Teil dessen. Genau, man ist Teil dessen und ich finde es so Wahnsinn zu sehen, was da sozusagen für ein Potenzial und Know-how ist mit diesen tollen Menschen, die um mich rum sind. Und Kadi ist jetzt hier und ich finde es witzig, weil du eben natürlich gefragt hast, ja, wie ist das so? Und dann, wenn dann die Journalisten immer nur den... aber wir sitzen jetzt hier ich sitze hier nicht alleine. Und das ist nicht so, weil ich gesagt habe, ich komme nicht alleine, sondern weil ihr sozusagen... Ich gleich eine drauf. Meine Angst kommt zu mir. Aber das ist jetzt so toll. Ich weiß, Weil wir haben eben schon das Thema mit Kindern und wir haben viele
Eltern, die bei uns arbeiten, die alle viel in Teilzeit sind. Und das muss man irgendwie wollen, aber dann kann man sich da irgendwie auch so durchbursteln. Und das ist wahnsinnig bereichernd und schön, aber das ist halt letztendlich auch die Realität. Ne? Also ich habe keinen Hausmann hinter mir sitzen, der sozusagen für mich alles andere regelt. Ne? Schade, so, ich dachte jetzt zu Hause hast du so einen schicken Wäre total schön. Ich finde es auch schön, dass er ich fände es nicht schön, ja. Fände ich nicht schön, aber so ist es halt. Und das finde ich aber auch wichtig, dass es sozusagen die Möglichkeit gibt und ich auch sozusagen eine Chefin in Teilzeit sein kann. Mhm. Ne? Und das geht auch wirklich nur mit guten Team. Betriebsstrukturen und mit einem Team, die auch sagen, ja, cool, das mache ich. Und ja, und ich übernehme die Verantwortung auch. Ne? Mir ist auch aufgefallen, dass echt viele Führungsrollen bei euch mit Frauen besetzt sind. Ne? Also du hast eine Außenbetriebsleiterin. Das ist bedenklich. Nee, aber war dir das von Anfang an? Kriegst du Schiss? Oder ist es Zufall? Weil es sieht ja fast von außen so aus, so nach dem Motto, ne? Also ich denke, dass... Voll der Feministinnenladen. Ja. So sieht es so ein bisschen aus. Ja, also die Genderfrage ist natürlich ein großes Thema, aber also pass auf. Eigentlich ist es mir total egal. Ja, das finde ich total prima. Egal, ob das irgendwie eine Frau ist oder ein Mann ist oder irgendwie oder irgendwas dazwischen oder fluid oder keine Ahnung. Whatever. Ne? Whatever. Das Hauptsache, man liebt die Arbeit. Man liebt die Arbeit und man hat das gleiche Ziel, hat einen guten Job und dann ist alles andere egal. Und ja, bei uns schwankt das immer mal so. Ne? Ich bin da eigentlich so eine Mischung. Wir hatten aber auch eine Zeit, wo mehr Männer da waren. Eben, ich glaube, genau. Das ist halt jetzt eine Situation, so, die so gewachsen ist. Aber für mich ist es noch nicht weggießen, haben noch gar nicht drüber geredet. Entschuldigung. Kriegst du nochmal nachgeschenkt. Es gibt gewisse Spielregeln, die müssen natürlich eingehalten werden. Entschuldigung. So geht's hier nicht. Ja, also. Ich sehe nur diesen weißen Burgunder. Der ist noch so kalt, der muss erst noch auf Eis geholt. Also was haben wir denn im Glas, Philipp? Entschuldigung. Ja, wir haben jetzt endlich Rotlein. Ne? Ja. Also aus 2017. Alles 2017. In seiner blutjungen ersten schönen Phase und es ist ein richtiger Blumenstrauß, der da aufgeht, finde ich, wenn du da reinriechst. Mhm. Das ist also, da ist unheimlich viel drin, auch sehr, sehr viel Würze. Rotlein. Und gleichzeitig hat der Wein eine enorme Kompaktheit. Also das heißt, die Details erstmal zu greifen, ist gar nicht so einfach. Gerade also deshalb ist auch die Karaffe mit Sicherheit schon Gold wert gewesen. Mhm. Aber ich bin mir sicher, wenn ich jetzt den kleinen Schluck mal noch eine Stunde stehen lassen würde, würde das nochmal weiter sich aufteilen. Und das ist eigentlich das Aufregende an solchen Weinen, dass die so fein gewoben, so eine innere Textur haben, die dann immer weiter aufgeht. Das ist das, was eigentlich dann brutal beeindruckt. Es ist nicht so leicht zu trinken wie der Laubach. Mm. Erst den Laubach, Samt der hat er ist nicht. So, der ist so... Wohlig. Das ist so ein bisschen... Ja, da musst du halt... Der ist ein bisschen verkopfter, der Wein. Okay. Intellektueller. Ja. Sind das Weine, wozu man... Also wenn ich das jetzt so höre, ne, der öffnet sich immer weiter und dann merkst du noch dies und das. Ist das ein Wein, den ich überhaupt zum Essen nehme? Oder ist das ein Wein, mit dem ich einfach meinen ganzen Abend allein verbringe? Ich würde sagen, sowohl als auch. Ne? Also gerade gereift, finde ich, ist es irgendwie super zum Essen zu begleiten. Jetzt so jung, wie die jetzt noch sind, würde ich es eher solo trinken. Mhm. Aber auch persönlich, weil mich so diese Frische zum Essen nie so anmacht. Mhm. Ne? Also ich denke... Eigentlich sowohl als auch und gerade so mit Morcheln oder so ein bisschen Sternanis, das mag der Rotlein auch schon sehr, die Kombination. Okay. Das ist auch schon ganz geil. Du kannst auch so ein bisschen was Kräftiges dazu nehmen. Auch so ein bisschen, ich mag gleich so ein Zepp-Pumpelsen mit Morcheln. Lamm, also alles mit kräftigen Aromen. Mhm. Wird auch gut. Auch hier haben wir halt wieder so eine völlig andere Emotion, die rüberkommt. Ne? Laubach mit diesem Runden und so ein bisschen verspielt. Und Rotlein ist für mich immer ein Wein, der so ein bisschen mich ein bisschen wie beruhigt, aber auch so ein bisschen, ne, der öffnet nach unten so seine Tiefe. Und man kann sich eigentlich hinsetzen, auf die Couch, den Wein trinken und ein bisschen quatschen. Und ist auch schon leer. Und leer trinken. In dem Sinne, ne? Ja. Also ich würde ja sagen, was wir noch gar nicht gemacht haben, ist mal so richtig schön miteinander angestoßen. Ja, aber sein Glas ist leer. Ja, gut, das ist ja kein Problem. Nicht so, dass wir keinen Nachschub hätten. Nein, immerhin. Zum Wohl. Cheers. Cheers. Ah, schön. Was ihr brutal gut drauf habt, ist, die Weine unterm Drehverschluss in ihrer Aromenwelt klassisch zu lassen. Mhm. Und das gibt es auch ganz anders, sage ich mal. Was bedeutet aber klassisch zu lassen? Also man erkennt die Aromenwelt. Es ist tatsächlich aus meiner Erfahrung so, dass
du bei den meisten Weinen, die unterm Drehverschluss sind, wenn man in die Entwicklung geht, nicht im ersten Jahr, aber wenn man in die Entwicklung geht, schmeckt man den Weinen an, dass sie unter einem Drehverschluss gelagert sind. Mhm. Das lüftet sich dann raus. Du kannst es dann auch, gerade wenn du dekantierst oder wie auch immer, nach einer gewissen Zeit ist es weg. Aber das ist jetzt durchgängig heute so gewesen, das, was wir verkostet haben, hatte davon gar nichts. Ist auch mit Entscheidungskriterium beim Verkosten. Ist der Wein so weit, dass er auf die Flasche kann? Weil das die Gefahr, genau das eigentlich auch immer, das an den deutschen, finde ich, vor allem an deutschen Weinen war, dieser Punkt Kohlensäure. Und ich habe das, glaube ich, auch früher nie so ganz verstanden. Der ist schon elementar. Wenn die Kohlensäure einfach noch zu präsent ist, dann wirkt der Wein wie kastriert nach der Füllung. Und zwar nicht nur füllkrank, sondern über die Jahre hin kastriert, dass er sich einfach nicht zeigen kann. Okay. Und wenn er aber so gefüllt wird, dass er fertig ist, klappt das in unseren Augen. Also auf jeden Fall von dem Handling her perfekt umgesetzt. Du bist ein Fan, ich merke das. Ja, aber man muss auch sagen, das ist eine ganz große Frage, dieses Schraubverschluss, Kork. Ne? Also wir erleben das ja jetzt die letzten 10 Jahre und immer wieder. Wir verkosten auch immer wieder blind nach verschiedenen Fragen. Triangeltest, ganz klassisch, überhaupt mal, gibt es einen Unterschied? Okay. Also Triangeltest bedeutet 3 Proben, 2 sind identisch und einer ist, also 2-mal Kork und 1-mal Schrauber zum Beispiel. Ja. Die erste Frage, wer schmeckt den Unterschied? Also immer wieder mit dem ganzen Team, deswegen auch gut, immer wieder Leute mit unterschiedlichen Backgrounds zu haben. Und das machen wir jetzt schon wie lange? In den ersten Jahren natürlich der Unterschied total schwer zu verkosten, weil die Weine einfach noch viel zu jung sind. Jetzt haben wir schon ein paar Weine mit Jahre auf dem Buckel und immer noch ist der Unterschied mal so, mal so. Also, aber witzigerweise schmeckt eigentlich jede Flasche anders. Genau. Ne? Selbst 2 Korkflaschen sowieso immer eine Varianz in den Korkvarianten, also in den einzelnen Korkflaschen. Ja. Also deswegen, ich weiß immer mehr, je mehr ich mache. Okay. Immer weniger, je mehr ich mache. Ach so, so rum. So, ja, Entschuldigung. Genau. So rum. Ja. Also ich habe gelesen, ihr würdet so vinifizieren, wie man es im 19. Jahrhundert gemacht hat. Stimmt? Also klar, das klingt total schön, aber es klingt, finde ich, auch so ein bisschen wie, als würde man sich so der gesamten Moderne so ein bisschen... Die Moderne ist böse. Genau. Ja. Und das ist es nicht. Es gibt ja viele Sachen, auch gerade so im Forschungsbereich, super spannend. Und das heißt, ich könnte das jetzt nicht unterschreiben, dass wir Wein machen wie im 19. Jahrhundert. Was natürlich schon ist, dass wir viele moderne önologische Verfahren nicht einsetzen. Zum Beispiel jetzt Zusätze im Keller. Wir setzen keine Enzyme zu. Keine Reinzuchthäfen, keine Schönungen. Genau. Das ist auch natürlich, genau, das ist schon ist das, kann man so dann ein bisschen, wie mein Opa halt gearbeitet hat, bevor in den 70ern so die ganze Welle der Industrialisierung kann man kam. Dann sagen, quasi, dass einfach die richtig guten Winzer halt heute eigentlich alle vom Prinzip von der Grundeinstellung erstmal so arbeiten. Ja, man muss es ein Stück weit dann nochmal differenzieren unter dem Aspekt, Phrasenschwein lässt grüßen, viele Wege führen nach Rom. Gibt es auch Spitzenwinzer, die das ein oder andere Tool dann vielleicht doch für sich als essential sehen? Im Wein ist ja auch viel, häufig viel so Dogmatismus unterwegs. Wir sagen, das eine ist gut und das andere ist böse und Spontanvergärung ist gut, Reinzuchthefe ist böse. Ich finde das irgendwie eigentlich total bescheuert und merke eigentlich immer mehr für mich, es gibt super viele wahnsinnig gute Weine und wie du eben gesagt hast, es gibt viele Wege, die zu einem wirklich guten Wein führen und nicht nur den einen. Und dann ist es letztendlich eine persönliche Frage, ne? So, was will ich machen und was es gibt nicht. Kollegen, die arbeiten brutal handwerklich und machen sehr, sehr authentische, bedeutende Weine und nutzen Reinzuchthäfen. Absolut. Deshalb sind diese Weine aber nicht weniger wert oder schlechter, sondern sie sind deshalb genauso toll. Wenn man auf die bekloppte Idee gekommen ist, zu sagen, man möchte wirklich das so natürlich wie möglich und auch so sehr herkunftsgeprägt wie möglich machen, dann wird man automatisch auf die Idee kommen, Verzicht zu üben von diesen ganzen önologischen Möglichkeiten her. Da sind wir wieder bei dem Punkt, also meine Herangehensweise war, auch Terroirwein machen zu wollen. Da wäre ich doch doof, wenn ich jetzt da, also die Weine hatten an sich ja schon vorher die Reputation. Du hast tolle Lagen. Ja, also du hast tolle Lagen, was soll ich da jetzt irgendwie kellertechnisch noch groß irgendwie... Ja. Verändern. Also was uns ja auch verbindet, ist sozusagen dieses Ziel, immer das Optimum aus jeder Lage, aus jedem Wein irgendwie rauszuholen mit den Begebenheiten, die man halt hat. Ne? Und die können halt in dem Jahrgang 21 ganz anders aussehen als 20 und können als 19 baden. Können. Genau, und das ist ja auch das. Und dann kann man halt schauen, was man irgendwie da... Und deshalb ist auch Dogmatismus was Schwieriges, weil du kannst in eine Situation kommen, wo du Dinge, die du eigentlich...
innerlich verneinst, vielleicht doch brauchst, damit es vernünftig funktioniert. Also, gar nicht so einfach, je länger man Wein macht, oder? Ach, das finde ich gar weniger nicht. Das finde ich. Mir geht das 1 so. 1:0 für dich. Dann machen wir halt einfach mal, ja, und dann gucken wir mal, was ist. Und wenn es nichts ist, ist es nicht schlimm, wird es halt nicht abgefüllt, ja. Also das ist... an dieser Entspanntheit arbeite ich auf jeden Fall noch. Also das ist da. Ihr habt gesagt, am aufregendsten ist für euch die Zeit der Gärung, ne? Da seid ihr, da braucht ihr eigentlich eher so beruhigende Maßnahmen. Warum? Aber natürlich gerade mit der Spontanvergärung zu arbeiten, natürlich dieses Thema, dass die Gärung stoppt. Das schwebt sozusagen immer da und dann ist morgens so der Gang in den Keller, ne, und erstmal gucken, ob sie alles. Und ihr habt es ist nicht einfach, weil die Kraft der Naturhefen ist beschränkt. Je später du liest, je kälter der Keller wird, diese Hefen verlieren irgendwann an Power. Merkt man ganz schön jetzt wieder in diesem Jahr, die Lese war eigentlich so wie früher immer. Wir haben, glaube ich, Mitte Oktober 2021 angefangen. Die sind jetzt noch am Gären. Sagt man nicht immer, zu Weihnachten muss der Keller kalt werden oder oder ist das auch? Unterschied. Also, ganz klassisch. Bei Eva, die hat mich ja mal geschockt mit einer Aussage, als ich irgendwie im Januar, Februar in Urlaub fahren wollte, sagte sie, es geht denn, das ist meine Hauptgärzeit. War das 2017, als wir in Australien waren, hast du auch gesagt, so hier und meine Frau konnte nicht mitkommen, weil jetzt ist ja die spannendste Zeit im Jahr. Und ich dachte mir, wie geil, wir sind schon durch. Also das war halt wirklich. Aber das Weingut Franzen war mal hier und die haben einen Wein, der hat über ein Jahr gegärt. Ja, wie geht auch denn das? Er ist halt ein Freak. Der hört auf und dann fängt er vielleicht wieder an. Also das weiß man eben nicht, ob er wieder anfängt. Vor allem der Punkt malolaktische Gärung, das heißt Äpfelsäureabbau. Zu Milchsäure ist nicht unbedingt das, was wir wollen, aber das kann dann auch das Risiko eines BSA wird natürlich deutlich größer. Also die Weine verändern sich halt einfach. Je länger du gärst, umso unterschiedlicher wird der Weinstil zu dem, was eine kann auch eine Gärung geile hat. Komplexität bringen, kann, aber es ist halt nicht gesagt. Und was aber jetzt in den Weinen auf jeden Fall klar zu spüren ist, ihr arbeitet da schon sehr detailliert, sonst würden die Weine nicht hinterher so auf die Flasche kommen. Also es ist auch dieses Restzuckermanagement mit spontaner Gärung ist nicht einfach. War halt morgen auch noch viel zu tun. Und wir haben viel daran auch gearbeitet die letzten Jahre, die Traubengesundheit natürlich zu erhöhen, das heißt Botrytis-Gehalte zu reduzieren. Ihr macht einen sanften Rebschnitt, was ist denn das? Genau, das bedeutet, also klingt schön, ne? Ja. Klingt schmerzfrei. Klingt total nett. Also grundsätzlich geht es darum. Wir beschneiden dich aber sanft. Genau, dass du sozusagen möglichst die natürlichen Saftflüsse wundarm schneidest, dass du möglichst gute Saftflüsse gewährleistest. So ein Rebe ist auch irgendwie nur ein Mensch. Genau. Und stehst du dann davor und sagst, wie geht dein Saft? Wie machen wir das jetzt schön? Ja, es ist tatsächlich so, dass jede Rebe sozusagen unterschiedlich individuell betrachtet werden muss. Ne? Dafür braucht man Know-how und Leute, die sich damit auskennen, um möglichst kontinuierlichen und harmonischen Wuchs zu bekommen. Machst du das auch? Das ist also gar nichts Spezielles. Ich sag mal so, ich glaube, du erwähnst das nur nie. All die Winzer, die ein hohes Interesse dran haben, möglichst lange ihre Rebanlagen im Ertrag zu haben, also alte Reben zu haben, die immer noch vital sind, sind heute daran sehr interessiert. Gerade die Krankheiten, die aus dem Mittelmeerraum, also sprich Eska, macht uns da Probleme, weil das im Prinzip wie so eine Art Pilz eigentlich in die alten Reben reinwächst und dann irgendwann die Saftbahnen verstopft und dann irgendwann eigentlich fast unmöglich ist, den Stock zu retten. Genau, und irgendwann stirbt der Stock einfach plötzlich ab. Ja. Gerade in den Trockenheitsjahren 18, 19 sieht man auf einmal, stirbt der Stock. Und dann verlierst du halt alte Reben, die ein unheimlich wertvolles Fundament sind für großartigen Wein, weil wir wissen ja alle, je älter die Reben sind, umso mehr Charakteristik, Eigenständigkeit, Terroir, Herkunftsbezug und so weiter ist da. Und wenn dir die alten Dinger alle absterben, hast du ein Problem. Aber was du nicht hast, ist ein Wasserlauf im Keller und Orgelpfeifen. Das hast du nicht. Da bin ich sicher. Aber ich habe mir das damals vom Reinhard erklären lassen, was das bedeutet und was das nutzt. Und fand ich cool. Ja.
Erklärt mal ein bisschen. Man ist natürlich immer irgendwie dahinter, dass die Weine weitergehen. So, mein Vater hat damit begonnen und das lief dann so, naja, er hat ja Landwirtschaft studiert und im Studium irgendwo mal gelesen, dass die Kühe mehr Milch geben, wenn die Mozart hören und dachte sich, ach ja, vielleicht ne, kann ich ja dann auch einfach so ein paar Schwingungen in den Keller bringen, um die Hefen zu motivieren, ein bisschen besser zu gieren. Mhm. Ist jetzt kein Instrument, was dahinter steht, aber es sind die Röhren, die auch tatsächlich gestimmt sind, wie bei einer Orgel. Bei uns im tiefen Keller, die kommen oben im Vorgarten vom Haus raus. Das bedeutet, wenn ein bisschen Wind geht, hast du tatsächlich einen Sound. Wenn viel Wind geht, kannst du es tatsächlich hören. Und du hast auch ein bisschen Luft. Und du hast auch ein bisschen Luft. Dann kommen wir zum wissenschaftlichen Teil. Genau, du hast auch ein bisschen Luft. Und du hast einfach eine gewisse Form von Energie, ne? Die kommt, du hast eine gewisse Form von Zirkulation. Mhm. So, also was so ein bisschen anthroposophisch klingt, ist aber eigentlich auch schon auch wissenschaftlich. Das ist sehr oft so, dass du letztendlich, wenn du mal ins Detail gehst, sagst ja, okay, das hat ja irgendwie... Macht Sinn. Ja. Das ist wie mit dem Mondeichen. Ne? Ja. Klingt irgendwie am Anfang total freakig und fancy. Und ist dann, auch irgendwie freakig ja, es ist immer freakig und fancy, aber trotzdem hat es halt sozusagen seinen Kern. Und mit dem Wasserlauf ist sozusagen eine ähnliche Geschichte. Auch da ging es darum, auch ein bisschen Zirkulation reinzubekommen in den Keller. Jetzt ist es aber auch so, dass darüber hinaus diese zwei Dinge auch ein bisschen philosophische Aspekte für uns haben und Symbole sind. Ne? Letztendlich sehe ich Weinmachen so ein bisschen in dem Spannungsfeld zwischen Kontrolle und Loslassen. Also eigentlich sind wir immer involviert, sozusagen als Mensch. Also es gibt den Naturwein an sich für mich nicht. Also Wein ist kein Naturprodukt, sondern ein Kulturprodukt. Das heißt, der Mensch ist mit drin. Es ist Agrikultur. Man kann sich aber entscheiden, wie ist man drin. Ne? Da ist eigentlich immer so ein bisschen die Frage, will ich Sachen kontrollieren oder will ich den Dingen seinen Lauf lassen? Und die Luft, die über diese Orgelpfeifen reinkommen, in der griechischen Mythologie verknüpft mit Apollon, mit allem Rationalen und Greifbaren, ist eher sozusagen das Symbol für die Kontrolle. Und dann das Wasser als ne, verknüpft mit Dionysos, mit allem sozusagen Unkontrollierbarem, Ungreifbarem, so ein bisschen der Gegenpol. Und dann kam der Siddhartha als Praktiker. Das hat echt gepasst. Und für mich, ich meine, das klingt ja auch freakig und abgefahren, aber ich merke schon, in ganz vielen Entscheidungen geht es mir und ich glaube auch allen im Team so, dass man sich halt, dass man irgendwie abwägt. Ne? Und es gibt eben nicht nur dieses richtig und falsch oder will ich jetzt abstechen oder in 3 Wochen. Das macht halt einen Unterschied. Ja. Aber keiner kann nicht sagen, ob es richtig ist oder nicht. Aber man kann es halt irgendwie probieren. Und dann helfen mir schon diese Pole im Keller, um da einfach auch mal zu überlegen, wo will ich mich da hinstellen. Und es sieht schön aus. Absolut. Also, du hast ja gesagt, du freust dich total auf die beiden, weil da wird es intellektuell zu mir gesagt. Geht bisher eigentlich auch. Das ist das Schlimmste. Was sind denn so die philosophischen oder intellektuellen Konzepte, die dich im Wein vielleicht in deiner Laufbahn bislang am meisten umgetrieben haben? Ich würde mich nicht als esoterisch beeinflusst bezeichnen. Ich bin jemand, der viel praktischer unterwegs ist. Und ich habe auch bei dem Thema Biodynamie, was wir ja seit 2004 dann auch im Weingut wirklich mit Ernsthaftigkeit verfolgen, immer wieder meine intellektuellen Probleme gehabt, weil ich mich auf manche Themen geistig nicht einlassen wollte. Aber ich hatte die Offenheit gehabt zu sagen, okay, rein praktisch gesehen, probieren wir es halt aus. Ja. Und das führt dann bei mir dazu, dass ich manche Dinge akzeptiere und mir dann auch versuche zu erklären. Ich aber aus meiner Grundhaltung heraus erstmal kritisch war. Und insofern ist es eher so dieses handwerkliche Arbeiten und gucken, was passiert. Das ist das, lass dich überzeugt. Was ich eher bin, ja. So gut, oder nicht? Ja, ich komme ganz gut klar mit. Ich finde auch. Und was wir so im Glas haben von dir, es spricht ja immer Bände. Und jetzt haben wir was zum Glas. Wir haben jetzt das Thema Riesling und Riesling heute gehabt und Schiefer und Schiefer. Und so dachte ich, wir sprechen das mal. Und so groß ist mein Sortiment dann auch nicht, dass ich nicht schon ach, irgendwann ich hätte mich über eine Aulerde gefreut. Und, dann bin ich schnell in die Schatzkammer und habe dann eben den 16er Weißbrunner. Die Flasche hat also gelegen, mich an. Das ist eigentlich ganz cool. Weißburgunder ist ja die Sorte, die in dem Burgunderbereich, im weißen Bereich auch ein bisschen unterschätzt ist, weil der Chardonnay und alle reden über Chardonnay. Aber Weißburgunder ist so fein, tänzerisch für die Kran. Und Weißburgunder transportiert auch Herkunft wunderbar. Ja.
Und wir haben jetzt hier eine Anlage, die ist knapp 50 Jahre alt. Richtig schwerer Tonmergelboden, Kalkfelsen im Untergrund und Ausbau ganz klassisch im Halbstückfass. Und das über knapp 18 Monate, also das ist ein zweiter Winter im Fass. Mhm. Ungeschminkt, einfach so, wie es gewachsen ist, am Ende dann auch in die Flasche. Das ist einfach, 2016 war ein klassisches Jahr, nicht zu überreif. Kerngesunde Trauben, die wurden irgendwann schnippschnapp von Hand geerntet. Spontane Vergärung, Hefelager, spätes Schwefeln, zwei Winter im Fass auf die Flasche, ohne, also wirklich nichts. Vor 80 gefüllt, also, ja. Also kein Hexenwerk, ganz normal. Du sagst das so, als könnte es jeder machen, aber so ist es ja nur auch nicht. Weißer Burgunder Reserve, wo kommt der her, wo wächst der? In der Westhofener Steingrube, Eine erste Lage, die aber im Moment zumindest noch nicht namentlich aufs Etikett darf, weil unser Verband der VDP vorschreibt, dass nur Riesling und Spätburgunder Lagennamen tragen dürfen. Wie gemein. Und deshalb ist es als Reserve deklariert, um ein Stück weit die Wertigkeit nach 2 Jahren im Fassausbau. Also der Begriff Reserve rührt ja daher, dass Weine zurückgehalten wurden und längere Ausbauzeiten hinter sich haben. Mhm. Und ich habe den Begriff eben dann gewählt für die hochwertigen Burgunder, zwei die Jahre dann eben im Fass. Mal, 2 Winter im Fass haben. Ja. Das sind am Ende nicht volle 24 Monate, aber 2 Winter im Fass waren. Einfach eine längere Ausbauzeit. Ihr habt mir erzählt, ihr presst ewig. 9 Stunden. Wie lang? 9. Und das ist doch lang, oder nicht? Das ist sehr lang, ja. Warum? Aber dann habt ihr hoffentlich nicht nur eine Presse. Doch, wir haben eine Presse. Halleluja. Eine Presse, sehr schonend. Wir können leider nicht weiter ernten, die Presse läuft noch. Ja, oder? Das ist schon... Nee, gut, ihr habt den Puffer mit Mazerationszeiten auf den Schalen. Genau, aber trotzdem, also für 2020 gesprochen. Wir waren in der Zwischenzeit noch am Sortieren für die nächste Charge. Also alles wird sowieso am Stock sortiert und dann nochmal am Sortiertisch nachsortiert, dann gemahlen, ja, und dann 10-12 Stunden nochmal Maischestandzeit im Kühlraum und dann auf die Kälter gegeben. Das heißt, eine Kälter tagsüber, eine Kälter nachts, so in der Theorie. Das muss aber dann auch aufgehen. Mhm. Und in der Theorie so, dass halt auch so viel an dem Tag gelesen wird. Mhm. Und der Kühlraum, dank dem Neubau, den wir seit 2013 haben, gibt uns die Möglichkeit, da auch die Zeit zu gewinnen zwischen Lesezeitpunkt und Kälterung. Also ganz anders ist es bei mir tatsächlich auch nicht, weil ich tatsächlich auch dann gerne über Nacht dann nochmal die zweite Charge habe. Mhm. Aber ich arbeite mit 3 Pressen mittlerweile, weil die Diversität der Weinberge so viele verschiedene Chargen am Tag hervorbringt, dass ich am Ende sonst verzweifeln würde. Ja. Also, das ist auf jeden Fall viel Logistik sozusagen. Ja, aber die Schlagkraft, die du, glaube ich, bei der Lese am Tag hast, die haben wir ja in der Steillage gar nicht. Also wenn wir unsere 5 Fuder am Tag lesen, sind wir ja froh. Ja, also, das ist eine Rebsorte, ne? Ich empfehle die Zweitpresse. Wir haben eine kleine Korbpresse. Ja, das hilft dann ja schon. Viel Logistik, ne? Ja, also ich finde, Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor, auch gerade in der Ernte. Und es kann auch nicht sein, dass du es ganz sehr hart arbeitest im Weinberg, um am Ende in Hektik alles durch eine Presse zu drücken, dass die dann... Man ist halt mal zurückgeworfen, eigentlich nur auf seinen ureigenen Beruf, ja, oder? Wahnsinn, so, Wahnsinn. Ja, und das ist sowieso das Allerschönste, dass wir in der gesamten Erntezeit... Keine Termine. ich habe mit dem Büro nichts zu tun. Ich gehe auch an kein Handy, wenn nicht irgendwie, also ich nur... Keine Termine und leicht einsitzen. Gut. Okay. Okay, Leute. Ich sag mal schnell Fragerunde. Wir haben die Farbe gewechselt, das ist rot. Schieferdrasen in Rot heißt der, genau. Spätburgunder, 100% vom Schiefer. So, ihr probiert erstmal ein bisschen, ich schon mal anfange zu fragen. So, pass auf, mit welchem Wein verführt ihr eure Männer? Ja, Röttgen. Das Kraftpaket. Ja, so gereiften Röttgen und eine geräucherte Forelle, das geht auf jeden Fall bei mir. Das geht, das klappt? Mhm. Auf jeden Fall. Und du so? Ja, Uhlenrotlei. Das also, kam ja wie aus dem Dings geschossen. Ja. Wir essen gerne sehr würzig auf jeden Fall. Und da brauchst du eine gewichtige Gegenkomponente. Also interessant ist, dass die Komponente Essen immer damit mit reinkommt. Essen, ne? Also, bis jetzt geht es eigentlich immer um andere Dinge. Die Männer kochen. Die Männer kochen. Sind wir doch wieder bei diesen Hausmännern. Die Jungs sind gut, scheinbar. Respekt, großer Respekt. Was hast du dir für 2022 vorgenommen und was davon klappt schon ganz gut? Ich
wünsche mir einfach, dass wir ein schönes Jahr kriegen und ich möchte es gern genießen. Das ist doch mal schön, dann müssen wir jetzt direkt nochmal anstoßen, Leute. Richtig gut. Wenn ihr Superkräfte haben könntet, welche wären das, Sarah? Zeitverdreifachung. Holla. Ja, auf jeden Fall. Es gibt so viele tausend Dinge, die ich super gerne mache. Häufig ist einfach die Zeit knapp und ich würde gerne noch mehr Zeit haben, um noch mehr diese ganzen Dinge zu machen, die Spaß machen. Und du, Katja? Ich habe voll Flugangst, aber ich würde gerne fliegen können. Also selber fliegen dann? Ja, okay. So, wo willst du das Weingut Wittmann in den nächsten Jahren hin entwickeln, Philipp? Eigentlich, das ist banal. Ich möchte an den Themen, an denen wir sowieso arbeiten, weiterarbeiten. Ich möchte gerne noch klarer definieren können, für was wir stehen. Dazu brauche ich vitale Weinberge, dazu brauche ich ein gescheites Klima und die Adaption ans Klima wird vielleicht die größte Herausforderung. Ja, das seht ihr auch so, ne? Ja. Wird nicht langweilig. Nee, was sind die drei Sachen, ohne die eine Winzerin nicht sein kann? Essen, Trinken, Freundschaft. Schrägstrich Familie. Ja. Essen, Trinken, Freundschaft? Ja, ich glaube, das ist so das, was uns am Leben hält. Wenn du nur einen Wein oder einen Shampoo mitnehmen könntest auf einer einsamen Insel. Also ich meine, von mir aus davon ganz viel. Aber für was würdest du dich entscheiden? Ich würde keinen Shampoo mitnehmen. Nee. Das wird ein Riesling. Weil er gut altern kann. Und da das dann die Erinnerung an meine Heimat wäre, würde ich einen Moorsteinriesling mitnehmen. Ah, oh, wie schön. Das ist ja nett. Und ich würde ganz konkret einen 2002er Moorstein mitnehmen. Der aber immer schön kühl gehalten werden müsste. Weil es ein geiler Jahrgang war oder weil das Jahr für dich besonders war? Es ist hammermäßig, wie das gereift ist, wie präzise die Zweier noch sind. Und klar, das waren so meine ersten Jahre gewesen. Und es gibt so ein paar Idioten, die behaupten, besser hätte ich es nie mehr gemacht. Ja. Nee, jetzt Sophia habe ich eine Aulerde im Kopf, die ist mindblowing. Ja, also es waren schon gute Jahre, die Anfang 2000er. Mit wem würdet ihr gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig? Jim Morrison. Das wird wild auf jeden Fall. Das bleibt doch nicht bei einem Glas. Das Gute. Ja, geht auch mehr. Oh ja, gute Frage. Ich denke mal drüber nach. Mach mal weiter. Ich vergesse die Karte. Katja, du hast gesagt, ein Brot- und Butterwein machen. Das wäre ein Albtraum. Warum? Ich würde gerne einen Wein machen, der mich zum Ausflippen bringt und nicht nur gut ist. So. Okay. Und mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken? Ich bin noch nicht so weit. Okay, dann sprechen wir doch mal über diesen Wein, den wir hier im Glas haben, Philipp. Wein, genau. Wir haben seit 20 Jahren eine Parzelle, in der Riesling und Spätburgunder steht. Und meine Eltern haben diesen Spätburgunder aber immer als Blonde Noir Sekt versektet. 2018, als meine zweite Tochter zur Welt kam, wollte ich hier gerne einen Wein zur Geburt machen. Und dann kam die Idee auf, war ja okay, mache ich hier doch ein Fass, einen Barrique Spätburgunder für sie. Und 2019 ist sozusagen das erste richtige Jahr. Wow. Und ich finde, Spätburgunder vom Schiefer, ne, kann irgendwie so eine tolle Würzigkeit und Filigranität mitbringen. Diese Salzigkeit im Hintergrund, diese Würzigkeit bringt mich automatisch zurück an die Terrassenmosel. Aber auch super kleine Menge. Ne? Also wir sprechen hier von einem Puder. Wunderbar, weil es fein ist, weil es sehr, sehr detailliert ist. Wunderschöne, wunderschöne reife Frucht hat. Also schon auch und eigen, ne? Saftig. Ja. Das ist wahrscheinlich blauer Schiefer tendenziell jetzt hier auch, oder? Nehme ich mal an. Also es ist keine blaue Schieferlage. Okay. Aber es ist auf jeden Fall. Da steht nur der Riesling drauf. Auf jeden Fall ist dieses Element am Gaumen von der Mineralik, das schmeckt wirklich anders als jetzt ein Spätburgunder vom Kalkboden oder von tiefgründigeren Böden mit weniger Gestein. Das macht unheimlich viel. Und das ist ja das Schöne, dass die Rebsorte Herkunft auch so toll transportiert. Ja, ja, ich muss sagen, jetzt auch gerade, ne, im Zuge von der Klimaveränderung, die wir haben, haben wir natürlich jetzt auch eine Situation, wo wir einen reifen Spätburgunder ernten können. Und ich habe das Gefühl, dass sich jetzt irgendwie ein schönes Zeitfenster öffnet. Nachdem ihr jetzt der Vorreiter wart für trockenen Riesling an der Mosel, werdet ihr jetzt dann der Vorreiter für den Spätburgunder an der Mosel. Genau, mit genau 900 Litern Spätburgunder. I doubt that. Ja, ich finde, man sollte einfach auch mal ein bisschen offen in die Zukunft schauen. Ganz genau, das machen wir jetzt dann auch einfach mal und stoßen lieber mit diesem schönen Wein nochmal an. Cheers. Zum Wohl. Cheers. Und vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Es war ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank. Dir, vielen Philipp, Dank natürlich euch. Auch danke für die Unterstützung, wie immer. Vielen Dank. Und schön, hier zu sein bei euch. Das freut uns sehr. Hoffentlich kommt ihr nochmal irgendwann. Bestimmt. Na dann, zum Wohl. Cheers. Cheers. Wohl.